Ne, wenn so geht, fange ich nicht an. Ja, hier. Jawohl. Schon mehr. Schnuppi, schnuppi, schnei. Rubbel die doch. Pumpel die Poi. Hupsala hopp. Hallöchen. Oh, habe ich noch irgendwas hier, was ihr nicht sehen dürft? Hallo. Keine Mail rausgehauen. Er weiß doch nicht, dass wir live sind. Ja, was ist los? Warum findet er den Dings nicht? Der Bot hat versagt. Ja, der Bot hat das noch nicht gefunden, dass wir live sind. Hat er sich sogar weggehängt. Schon wieder. Okay, also. Dann muss ich das wegmachen. Dann muss ich das machen. Hat der Bot vielleicht... Will der nicht. Spritzi, komm jetzt. Spritzi. Ah, Chat connected. Alles klar, ich weiß, was das war. Warum hat er das nicht richtig gesagt? Spritzi, du Sack. Ah, schön, 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 schön. Jetzt aus. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich bin's, der Gux. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Boah, ich sehe schon 17 gleichzeitige Zuschauer hier auf YouTube. Ich Twitch, Twitch beobachte ich nicht. Ich habe da auch keinen extra Chat für, das wird alles eingeblendet. Hallo ihr Twitcher da draußen. Hallo ihr YouTuber. Hallo ihr Zuschauer. Ich hoffe, ihr seid bequem angeschnallt an eure Sessel, weil jetzt wird gleich eine wilde Fahrt. Der ein oder andere hat schon gelesen. Ich habe meine Joysticks wieder zusammen. Good morning, Clendato. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich grüße heute mal nicht alle durch. Ich sag mal nur Hallo. Hallo. Heute, ich... Sessel raucht schon. Schon dicken Hintern. Na, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hatte gerade Leber mit Zwiebeln und Kartoffelpüree aus richtig gestampften Kartoffeln und grüne Böhnchen noch dazu. Ich könnte mich jetzt so auf Couch setzen.
Ah, das wird nachher so ein richtiger Pups-Stream. Wenn die Zwiebeln erstmal durch sind. Das hat der schon wieder das Lied. Das muss ich mal rausnehmen. Ah, wie geht's? Ja, gut, danke. Soweit ganz gut. Meine Base ist gekommen, meine Ersatzbase, die tatsächlich kaputt war offensichtlich. Na, Böhnchen und Zwiebeln. Na, warte mal. Ich hatte mir doch gerade das Fressfred sauber gemacht. Wieso? Mal einen Schluck Fassbrause nachtrinken. Ah, Noxtron, schönen Dank. 3 Monate dabei. Ahoi there! Ahoi, Nighthawk! Die Geruchswelt ist in Ordnung. Keine Ahnung. Ach, da unten habe ich noch einen Chat laufen. Warte mal, ich mache ich mal weg. So. Wir fangen mal an mit was ganz Leichtem erstmal. Ich muss erstmal warm werden. Und zwar, Mausgranate hat sie erledigt. Ich habe jetzt wieder Stickies. Ich bin jetzt wieder normal. Das Schöne ist, das ist ja heute Mittag gekommen. Na, ich habe ja Homeoffice. Und ich habe alle Knöpfe an dem Scheißding nochmal geändert. Erkläre ich euch gleich, was ich da gemacht habe. Das heißt, ich kann ja nicht einfach. Ich muss ja auf schwer. Aber pass mal, wir machen mal Folgendes. Ich mache mich mal weg. Und ich zeige euch mal was. So, wo ist es? Wo ist es hin? Ich habe... möchte ich euch gerne vorführen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Möchte ich euch gerne vorführen, was ich angestellt habe. Und zwar habe ich für unsere Orga ein kleines Video gemacht. Ich hoffe, das gefällt euch. Achtung, Sound geht raus. Schön groß machen. War für mich so eine Art Testbett. Make a regular gangster out of it. Wer mit der weißen Hose bin ich? Decisions, it will have an effect on other people. Make them also choose right from wrong. The Watchman has made his decision. Ah, ich ganz schön rumgeschraubt. Das hat mir Spaß gemacht. Muss man sagen. Zurück! Kaffeepause! First floor. Ja, wie ich mal zeigen, ne? Bei Röders ist es ja nicht gelaufen, leider. Weil sich der Knebel so verquatscht hat. Sehr schade. So viel Mühe.
übrigens in dem großen Becken waren mit minus 50 Grad. In dem kleinen war gut. Also ich denke, das war so eine Art Helium, flüssiges Helium-Nitrogen-Wassermischung. Wenn Geld alle ist, Excelsior, dann überfallen wir Leute. Aber davor müssen wir Geld verdienen. Flüssiges Heliumwassermischung. So muss es gewesen sein. Ah, und da bin ich schade, finde ich schade, da habe ich leider kein Video gehabt, ohne die blöden Pips. Naja. Und plumps. Ja, wir waren so minus 50 Grad in dem Wasser. Also muss das ja irgendwie eine Mischung gewesen sein aus, vielleicht mit Glykol drin oder. Immer mit Stil. Achtet mal drauf, wenn der aufsetzt, dann kommt genau mit der Musik aus. Extra die Klappe. Mein Sohn hat gefragt, warum hat der die Klappe eben offen? Ich sag, damit man da reingucken kann. Geil. Extrem kleine Fleischbeutchen. Da hinten fällt übrigens noch einer um. Zack, habt ihr gesehen. Hinten rechts in der Ecke. Du hast den Lack, ich habe alles rausgeschnitten, den Lackschaden, alles. So, das war's auch schon. Ich wollte halt euch eine Nummer zeigen. Da bin ich wieder. So, machen wir mal hier das wieder an und das wieder an. Und das wieder an. Und hallo there. Mann, Mann, Mann. Wir haben also, weil, von wegen, was hat mit Piraterie zu tun? Nix. Wir sind ja auch Outlaws und keine Piraten. Ja, wir sind auch Piraten, Wichtel. Du müsstest das wissen. So. Sonst hau ich erstmal schon mal ein Ticket raus für euch, meine Lieben. Ja, meine Begrenzung will bis Deckel, genau. Das heißt aber nicht, dass ich von vornherein gesteckt werde, sondern dass ich alle mit Hand stecken muss, oder was? Guten Abend, ihr Lieben. So, also, das war so. Wir haben einen Betriebsausflug gemacht und ich habe einfach aufgezeichnet. Und aus den 3 Stunden oder 2 Stunden oder so habe ich halt so ein 6-Minuten-Video gemacht. Das war das, was ich hatte. Und dann war gut. Ne? Und da habe ich ein bisschen was gelernt auch vom Schneiden und vor allem von dem Color Tool. Und L-Cuts und J-Cuts sind ja keine, ist ja nichts Neues mehr für mich. Ist alles richtig, alles super. Alles ganz easy. Doppelloot gibt es nicht. Genau, wir hatten mit der Gang, wir hatten einen Ausflug und dann habe ich gedacht, und dann sind wir, ja komm, wir stellen uns mal da hin und dann rennen wir mal los. Und dann nicht mit der Kamera außen und immer so hinter, so, nochmal zurück, nochmal hin, nochmal laufen und jetzt nochmal weiter und auf den Felsen rauf und so, ne? Und dann sage ich so, das reicht jetzt, dann drehe ich mich um und renne zurück und denke so, irgendwie, was muss er jetzt machen? Wo sind die hingerannt, ne? Was ist der Plot? Was ist der Plot? Verdammt! Und dann, ja, Kaffeepause. Ich muss hier mal ausdenken. Na, auf jeden Fall. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Das unbelastende, ja genau.
unter der Dusche, Duschsex. Duschsex ist, weil es ja auch ziemlich bitter, also weil es ziemlich kinky ist, ist der ganze Duschsex ist in einer speziellen, nur für intern. Jetzt schon rennt schon einer im Weltraum mit der Kamera. Ja, was soll ich machen? Warte, muss ich nur ein bisschen kleiner machen hier. Ah, oh, das kann ich gar nicht kleiner machen, wieso nicht? Aber jetzt. So. Wollen wir mal gucken, was hier an der QA gekommen ist. Schauen wir mal, was in der QA gekommen ist. Kann ich das noch kleiner machen irgendwie? Halb klein. So ist gut, ne? Habt ihr schon gelesen? QA Galaxy interessiert mich eigentlich gar nicht. Ganz ehrlich. Kläscherseife in der Duschszene. Nur, du willst nur rein mit der echten Kläscherseife. Hallöchen. Ich will live eine Galaxy kaufen. Nee. Also. If you have no module, the Galaxy is empty. Eine Hülle. Eine leere Hülle. So, what is involved changing out the modules? What will it take? Die Größe der Module need to be swapped out at a location capable of touch. Also das heißt, du kannst das Ding nur aus, die Module nur austauschen, wo die auch eine entsprechende Werkstatt für haben. Können die Module der Galaxien geworfen werden auf einen Planeten, um eine zwischenmenschzeitliche basische Operation durchzuführen. So, jetzt nochmal auf Deutsch. Ich habe hier das scheiß Übersetzungstool nicht drin. So, kann man die Module abwerfen, um Planetzeit eine Übergangsweise, ihr wisst, was ich meine, eine Basis zu bauen? Nein. Ja, genau. Nein. Ich finde, ich habe letztens noch so ein schönes Ding gesehen, ich glaube auf 9gag oder so. Lass einfach mal alle überflüssigen Wörter weg. So, kann die Galaxy Module? Nein. Ende. Das hier weg. Ja? Das ist hier bestimmt völlig uninteressant. Module themselves require power, cooling. Also das ist hier das Warum. Also warum sie sich das ausgedacht haben, könnte man natürlich machen, dass die Module eigene Power hätten. They install covering capsule. Das ist mir auch scheiße. So, dann. Will there be any medical equipment in the non-modular ship? There is no equipment. Ende. Galaxy ist nicht gut geschildert. Hat nicht schöne Schilder. Hat keine schönen. Nur ein großes. Wie kompensiert die das mit einem extrem großen Geschlechtsteil? Meaning, will it be fast? Will es schnell oder schwer bewaffnet oder armored sein? Also schwer geschützt? Das gucken wir uns doch mal an. Wie die Schilde und so weiter. Also macht euch keine Sorgen. Wir werden euch später noch enttäuschen. Ja? New Year Further. Also macht euch keine Sorgen. Shitstorm incoming. Wir wollen, das ist auf unserer Shitstorm-Liste ganz oben. Ganz oben. Also, in kurz. Ja, warum nicht sofort? In kurz. Galaxy hat viel Schilde vor für eine Size 3. Und different zu S2 Medium. Und hier ist noch Gerede. So, genau. Was ist unter der Brücke? Ein oder zwei Penner, würde ich sagen. Ja, wenn mich einer so fragen würde, würde ich sagen, das ist der Fritz und der Hannes. Die sind da schon lange. Ja, unter der Brücke ist da schon, die haben sich da. Die kommen mit. Die sind bei der Bestellung mit dabei.
Da, also hier ist auch, ne, das ist, sieht gut aus. Sieht super aus, aber keine Funktion. Das ist Fritz und Kalle unter der Brücke. Sehen gut aus. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Ah, grüß euch. So, können wir eine Erklärung haben, warum die zwei Räume wirklich ganz vorne sind? On the first floor, on the very front. Ach, was ist das für eine Frage? Da will einer... Wer hat denn die Frage gestellt? Wer hat denn die Frage? Genau, wenn du unter die Brücke, wenn du von der Brücke runterfährst, dann hauen die sofort auf Geld an. Das ist von RSI gewollt, dass du da kannst du mit Echtgeld zahlen oder mit Alpha-UEC. Ja, du kannst auch Warbond, dann leben die beiden Penner länger. Das ist unter der Brücke der Uwe. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Und der Kalle. Und die sind da unten unter der Brücke und die... Da kannst du in-game... So, können wir eine Erklärung haben? Nee, hau ab! Da sind zwei für die Lifte und ein Docking-Caller. Und vorne, da wird später ein Umziehraum sein. Also ein begehbarer Kleiderschrank für Raumschiff-Leute. Raummenschen. Space-Menschen. Und du kannst raus über die Lifte. Juhu! Fahrstühle! Der Pilot hat Zugriff auf die Raketen der Kurz- und Geschütze gestorben, bevor sie... Damit das Schiff schon gestorben ist, bevor es erscheint. Richtig. So, dann. Are there any other of the turrets? Pilot controlled. Also kann auch der Pilot die Turrets bedienen. Nur zu Missiles. If not, das ist der Nebensatz, if not hat der andere Waffen. Die Turrets sind bei der Crew. Nein, der Pilot ist nur Rakete. Ich kenne da eine schöne... Ich bin ja Fotograf, ne? Also ich habe ja, ach, keine Ahnung, ewig mich damit beschäftigt. Und da gibt es einen berühmten Fotografen, Jim Rakete heißt der. Der hat ganz viele Promis fotografiert in Schwarz-Weiß. Alle möglichen Politiker, also richtig, also der macht so Profilfotos, ne? So, also Porträts. Ganz berühmter Typ, Jim Rakete. Und Jim Rakete ist ja sein Künstlername. Ja? Ist ja sein Künstlername. Der heißt ja gar nicht in Wirklichkeit Jim Rakete. Jim ist der Teil des... Jim ist falsch. Der heißt in Wirklichkeit Rakete, ich glaube Robert oder so. Robert Rakete. Oder irgendwie so. Jim Rakete heißt in Wirklichkeit mit Vornamen anders. Ist das nicht verrückt? So, also Pilot... Jetzt müsst ihr immer, wenn ihr in die Galaxy steigt, Jim Rakete, ne, der ist Fotograf. Jim Rakete ist Fotograf. Kannst du mal googeln. Hier. Jim Rakete. Eigentlich Günther Rakete. Da ist es. Günther Rakete. Ja? Mit Vornamen anders. Ich kannte mal eine, die hieß Dingens, jetzt heißt die anders. Ne? So, hier. Jim Rakete, eigentlich Günther Rakete. Ist das nicht verrückt? Da Schwarz-Weiß-Fotografien und so weiter. Wisst ihr Bescheid. So, das war der Bildungsteil. Dafür bekomme ich von der Bundesregierung, wenn ich hier Bildung mache, bekomme ich nichts. Schlechtes Englisch ist die meistgesprochene Sprache in der Welt. Ich dachte, Spanisch ist das schlechtgesprochenste Spanisch, weil so viele Spanier. Naja, aber konnte es recht haben. So, also und weiter. How does Refinery? Wie die Misc Expense. Jetzt pass mal auf, ihr Vögel. How does Refinery Module compare to the Misc Expense ability to run 6 separate refining jobs simultaneously? Jetzt fragen die schon was? Wie sich dieses Schiff zu dem verhält, was auch noch nicht existiert.
Sind die Panne? Wer fragt denn sowas? In the Model Storage. The Galaxy Refiner has both storage and raw. Muff 11 lese ich mir gar nicht durch. Die können mich mal. Ja, fragen die schon, und was ist, wenn die beiden ein Kind haben? Oder was? Kann die Galaxy refuelen Tank-Dings von dem Refiner? Also von dem Refinery kannst du das auch selbst benutzen. Nein, da gibt keine direkte Verbindung. Ja, ist ja auch klar. Wenn ich Kartoffelsalat mache für die Bedürftigen, dann kann ich den selber nicht essen. Ja? Genauso wie die Odyssee ist nur, ist egal. Kannst du auch nicht mit dem Eimerchen rüberbringen. Ach Gott. Auf YouTube followen. Wer gerne möchte, bitte. Wenn ihr, YouTube ist meine Heimat. Ich weiß, YouTube ist nicht so schön wie Twitch. Aber liebe Twitcher da draußen, wenn ihr dann YouTube, da freue ich mich sehr. Wo sind die Spanner? Genau, wann wird die, keine Wann-Fragen mehr aufkommen. Keine Wann-Fragen. Wird der Stream hier sofort, da werden die, dann schicken die von RSI, schicken mir sofort ein SWAT-Team. Und dann ist hier dunkel. Hast du mal einen Link? Bestimmt. Irgendwo da müsste jetzt einer kommen. Hoffe ich. Command unresolved. Okay. Ja. Das ist der aktuelle Stream. Und dann ist auch der Kanal da und so. Da ist ein Kanal, ordentlich Kanal voll. Ja, das YouTube, hoffentlich habe ich das nicht eingerichtet. Ach, die sind alt, tun sie alle nichts. Die hängen alle an den gleichen Rechten und Pflichten dran, EU und so kann schrammen. So, pass auf. Also, Galaxy Promotion Website sagt. Ach, jetzt kommen wieder die Kleinkarin. Ein Afterdeck, also ein Hintern, der surfs, der dient dir als dedizierter Hangar. Meint es, dass der ganze Hintern auch Cargo 64 oder nur die Seite? Oh. Ein XXS-Ship in den Nerven? Oder können wir Transport? Also können wir ein Schiff und Ware oder nur ein Schiff oder nur Ware? 2x32. Space to the edge of. Okay, das ist vielleicht doch keine doofe Frage. Danke, Dr. Pitt. Dr. Pitt. 64. Warte mal, wird es im Sinn? 2x32. Do not interfere with the hangar matrix, allowing both. Ah, okay. Also, vielleicht, das ist vielleicht eine von den schlaueren Fragen. Die Cargo, das teilt sich auf. Boss, 64 SCU sind simultan. Kann die Cargo, Jus, wie viele Fragen kommen denn da noch? Okay. Kann die Cargo als improvisierter Hangar benutzt werden? You can star fit Vicker rein. You can fit, if you can fit. Also wenn du sportlich bist, kannst du das Vehikel durch die Tür quetschen, hoch in den Lift, dann geht es. Aber nicht vorgesehen. Was soll schon passieren? Die Cargo ist capable of 32 Containers. Ein Ursa Rover passt da rein. Ja, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Was schätzt du, wann die Galaxy im Spiel ist? Ah, warte mal. Also sie ist ja modular. Das heißt, 4 Jahre mindestens. Modulare Schiffe brauchen immer 4 Jahre mindestens. Die ersten modularen Schiffe brauchen 12 Jahre. Das ist ja jetzt hier Caterpillar, Retaliator und so. Ne? Naja, ich würde mal nicht drauf tippen. Guckt euch mal die letzten Videos an von dem Godot-Mann. So. Hat der Hangar Refuel-Kapazität? Also kannst du da nachfüllen im Hangar, wenn du ein kleines Schiff reinstellst? Nein. Kannst du nicht, du kannst nicht reparieren, nicht nachfüllen, nicht tanken. So, Reply, Place, okay. Also musst du andere Schiffe mitbringen. 4 Jahre nach Release. Nee, ich denke 4 Jahre. Und dann wird nochmal, dann sagen sie, ja, kommt bald.
Ja, dann rechnet's. Genau, Morph kommen. So, welche Größe am Schiffe, wenn die Ihnen hinten reinpassen? Passt die Prospektor? Ist ein XXS-Hangar. Haben wir jetzt schon mehrfach gelesen. Kann die Prospektor nicht aufnehmen. The Refinery Modul ist fully kompatibel mit der Prospektor und Argo Mole Cargo Settlebacks. Aber da möchte ich gerne. Also, da möchte ich mal gerne was zu sagen. Das ist das, was sie sagen. Wie auch immer. Das Refinery-Modul von der Galaxy ist voll kompatibel mit der Prospektor und Argo Moles Cargo Saddlebags, die an den Seiten sitzen. So, dass man da die Klamotten rübergeben kann. Offload, abladen kann. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass die Prospektor und die Mole, die Satteltaschen, wenn die voll sind, oder die dann, ne? Dass die mit 318, mit dem upcoming Cargo Refactor nicht Cargo Refactored sind. Die sind noch genau wie vorher. Das heißt, du kannst sie nicht abmachen, du kannst sie nicht deinem Kumpel geben, da sind keine Steinchen drin. Kein Quantanium, keine Hadanit, was auch immer. Wenn das überhaupt geht, Hadanit. Wahrscheinlich nicht. Theoretisch schon. Also, die Mining-Schiffe sind noch genauso scheiße wie vorher. Ja, alles ist physikalisiert, die nicht. Und jetzt sagen sie hier, ja, ist es kompatibel und alles super. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Also für Dinge, die noch gar nicht gehen, ich meine, das ist der Wunsch. Da ist der Wunsch der Vater des Gedanken, wie bei so vielen anderen Sachen auch. So, ach, wir sind am Ende. So, die hinteren Hangars. Eins Gooks, ja. Eins Wurzel, wie läuft's? Hey! Nein, das mag ich nicht. Also ich will euch zeigen, dass ich Englisch im Crack bin. Ich bin ein Crack. Kerl. So, hinterer Hangar hat keine Rampe. Footprint Beyond ist mir auch egal. Try to clear up some of the confusion. Ah, es gibt Konfusion. Wir haben von XXS bis XL Hangar. Manchmal auch als S1 bis S6 bezeichnet. Ja? Was ist das für laut hier immer? Na, machen wir mal leiser. So. Ja, toll, Wurzel. Herzlichen Glückwunsch, neue Grafikkarte. Dann hoffen wir mal, das werde ich jetzt öfter mal sehen auch. So, ein Schiff muss komplett reinpassen. Wir haben noch nicht alle Größen und alle Locations. Wir haben noch nicht alle Größen für alle Lokationen festgemacht. Der kleinste Zone ist SXS. Also okay, Landing Pads at. Je nach XXS. Okay, also die wissen jetzt. Also hier steht drin, ja, wir wissen selbst auch nicht genau. Wir haben verschiedene Größen, aber es ist noch nicht alles fertig. Seit wann bin ich so ein Crack? Ich habe in der Schule aufgepasst und bin nicht so wie du hinten im Raucherbereich rauchen gegangen und habe mir eine durchgezogen, sondern ich habe in der Pause nochmal ein Buch aufgeschlagen. Immer. Und anschließend, kurz vorm Ende der Pause, bin ich verkloppt worden deswegen. Was ist das? Dafür kann ich jetzt hier Englisch. So, Disclaimer. Die Antworten reflektieren die Developer in... Oh, das ist schön. Nee, ich war kein Schüler. Ich war mal Hauptschüler. In der Pause. Ich war mal Hauptschüler. Damals war das noch ein bisschen anders. Damals waren da nur Assis. Heute ist das anders. Heute sind da keine... So, auf jeden Fall war ich mal Hauptschüler. Und das war die geilste Zeit. Ich wollte, als ich kleiner war, wollte ich unbedingt auf eine Hauptschule, wie mein Bruder. Mein Bruder war Hauptschüler, aber der brauchte das auch. Und dann wollte ich auch, weil mein großer 7 Jahre älter Bruder wollte, ich wollte unbedingt darauf. Und dann war das, ist das eine schöne Hauptschule bei uns hier gewesen. Ja?
So, und das war so einfach für mich. Ich habe Hausaufgaben gemacht und habe ganz gute Noten geschrieben. Und ich hatte eine super tolle Kindheit. Mit tollen Freunden. Ich musste mir um die Schule relativ wenig Sorgen machen. Und bin dann nachher auch nochmal aufs Gymnasium gegangen und dann später ein Fachabitur gemacht, weil das Gymnasium war nicht so schön für mich. So, auf jeden Fall. Ich will nur sagen, der Lebensweg, ne, ist nicht nur machen, nicht nur, sondern auch erleben und schön. Wollte ich nur mal sagen. War halt super. Da war, ich kann ja nur sagen. So, jetzt hier. Answer accurately reflect development intention of writing, but the company development team reserve right to adapt, improve and change feature ship design und so weiter und so fort und so fort. So, dann sehe ich schon wieder, wie andere Streamer sagen, oh, der guckst ja war nur ein Hauptschüler, der Vogel. Ja, das wird gut. Stimmt ja auch. Ja. So, das war hier Q&A. Das war ja total ergiebig. Das hat ja total gerockt. Das hat ja richtig gerockt. Also, meine Lieben, so, jetzt gucken wir nochmal. Ich mache mal hier nochmal ein Ticket für euch. So, du hast eine 3090 Ti im Phantom, 24 GB. Alter, schmeiß den mal raus, den Wurzel, das ist ja ekelhaft. Bah! Bah! Ekelhaft. Warte, eine Umfrage. Wann die kommt? Wann die, wie heißt das Scheiß? Galaxy kommt? Ich mach mal eine Umfrage. Das ist eine gute Idee. Ich mach mal eine Umfrage. Umfrage starten. Wie lange bis zur voll funktionsfähigen Galaxy mit mindestens 3 Modulen? Fragezeichen. 1 Jahr, 2 Jahre bis 4 Jahre oder üblich mehrfach 2 Jahre bis fertig. Also mehrfach 2 Jahre bis fertig heißt, mehrfach 2 Jahre bis fertig heißt, die werden sagen, ja, wir arbeiten dran, wir sind ja bald und jetzt ist eigentlich fertig, aber wir müssen nochmal zurückziehen. Kürzer? Dann sag 1 Jahr. Dann sag bis 1 Jahr. Kürzer als 1 Jahr. Also bis 1 Jahr. Nee, ich glaube, ihr habt eine falsche Vorstellung von dem Ding. Du hast um 90 Grad gedrehten 8er. Was? In der Umfrage hast den um, wie lange bis zur voll funktionsfähigen Galaxie mit mindestens 3 Modulen, was? Ja. Mein Wörpel ist wieder funktionsfähig. Meine Base, ich chill mal die Base heute. Und erzähl ich gleich was zu. Wir gehen jetzt mal hier schon mal auf Launcher. Ich starte schon mal so ein bisschen rein. Mehrfach 2 Jahre bis fertig heißt, man weiß nicht genau, vielleicht 8, vielleicht 6 Jahre, vielleicht 7. Also auf jeden Fall länger als 4. Mehrfach 2 Jahre, das ist dann so, wenn die dann sagen, ja, dann kommt das Schiff schon mal, aber die Module sind noch nicht da und dann haben sie sich nochmal überlegt, dass sie da nochmal die Technik anders machen wollen. Redesign nicht. Base. Ja, kann ich machen. So, hier ist nicht aufgeräumt. Mal eben gucken, ob hier alles gut ist. So, pass auf. So, das ist die alte Base. Hallo, da ist die Ukulele. Guck mal. So, das ist ja der alte Stick. Also der linke. Der ist ja auch in Ordnung. Das ist hier grün gerade. Warte mal. So, ne, alte Base. Jetzt hier, war alles abgedeckt, neue Base. Schon mal hier andere Schräubchen, ist schon alles fest wieder. Stick ist klar.
Die Platte habe ich genommen von der alten. Das heißt, die neue Platte ist noch niegelnagelneu. Die bleibt auch. Ich habe das hier an meinem Schreibtisch festgebohrt. Ne? Das ist ja hier auf. Hier ist mein Bein. Auf Oberschenkelhöhe ungefähr, ein bisschen tiefer. Und dann kann ich halt so. Ja? Hier, so. So, ja? Da kann ich dann auch, das ist das Schränkchen, kann ich mir so ein bisschen ranholen. Ja, so. Und dann habe ich ja halt hier auch, das ist ganz wichtig, dass das schön festgemacht ist. Und hier drüben auch. Einfach an das Nachtschränkchen. Das ist das alte von Oma. Das haben wir neu mit Folie und fertig. Und schon wird aus einem alten Ding ein ganz neues. Ja, so ist das. Das sollte bis Weihnachten halten. Ich habe mir ja so Ersatzteile noch bestellt. Ich habe jetzt, glaube ich, das größte Ersatzteillager im Ruhrgebiet. Wenn ihr ein Kabel braucht für die Dinger oder so. Ich habe noch was bestellt, dann habe ich noch Kabel gefunden, die ich schon mal bestellt hatte. Ja? Und ich habe auch noch so ein Ersatz-Metall-Dings auch. Alles. Ich habe Federn, ich habe Ersatzfedern, ich habe... So. Ich nehme natürlich unheimlich viel Geld dafür. Ja, ich nehme so einen Notfallaufschlag. So, ist die Umfrage ist mit 50 Stimmen, da kann man schon mal was mit anfangen. So, mach mal die Umfrage zu Ende. Achtung. Oh, so, wie lange bist du funktionsfähigen Galaxy mit mindestens 3 Modulen? Mehrfach 2 Jahre bis fertig. Da würde ich mich anschließen. 2 Jahre, direkt danach 2 Jahre. Junge, 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 Junge. Ihr habt aber Optimismus heute. Bis 4 Jahre, 1 Jahr 10%. Wer denn ein. Ich drücke euch die Daumen. Nur Alpha. Die Sticks hatte ich ja schon. Die Alpha, nicht die Prime. Also noch mehr Geld. Nein. Ein Jahr, genau. Wer hat denn ein Jahr getippt? Warum reagiert denn nicht auf meine Kommandos? Wer hat denn von euch ein Jahr getippt? Ihr seid doch wohl verrückt. Ein Jahr, das reicht ja nicht mal für eine Aurora. Wer hat denn ein Jahr getippt? Ich glaube, ich werde verrückt. Der Enno, war ja klar. Oh Mann, ey. Ich breche ab. Wieso reagiert das Scheißding nicht auf meine Eingabe? So, ich mach nochmal auf. Olamp. Ah, jetzt hat er erkannt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Hauptsache vor der Caterpillar, genau. Dann rast sie aus. Ey, wenn die vor der Caterpillar rauskommt, dann dreh ich ab. Dann dreh ich ab. Guck mal hier, da ist der Noctron schon im. Da gehe ich einfach hinterher. Ach, ich sag's euch. Guckst du blöd. Ich habe übrigens den Discord bei. Also den Gooks Saloon. Haben wir einen besseren Namen? Ich nenne das nochmal um. Gooks Saloon habe ich den Discord ein bisschen umstrukturiert. Könnt ihr ja mal gucken. Da gibt es jetzt so auch die CIG-News ein bisschen aufgesplittet. Ne, hattet ihr letztes Mal schon gesehen. Und da habt ihr jetzt nochmal einen anderen. Andere Reihenfolge von den Kanälen gemacht. Findet euch zurecht, denke ich mal. Endeavor, genau. Aber wenn du, die Ukulele ist, ich glaube, ich habe die von verschiedenen Priestern, sind die geweiht. Quo Vadis BMM. Quo Vadis BMM. So, ich bin auf Everrost. Auch schön, ne? Hier, wenn du den gelben Helm auf hast, dann ist alles, fast alles gelb. Oder auch nicht. So, wen haben wir denn hier auf dem Server? Einmal gucken. Dass wir hier keinen versehentlich überfallen. Killcheck kenne ich doch. Killcheck kenne ich. Irgendwoher. Killcheck. Will ich denn überhaupt einen überfallen? Ich muss erstmal ein bisschen. Und dann kommen wir gleich nochmal zu den Änderungen, die ich an meinem Sticky gemacht habe. Ich habe die
MacBier, aber auch den kenne ich da auch. Der macht so. Der hat letztens irgendwie so einen Ort zugemacht. Oder hieß der Bier Schinken? Ich glaube MacBier war. Ich glaube so. ZDF, Pfarrerlikus. Oh, Roland Skywalker. Wie heißen die Leute? Ist der total witzig. Monster Killer 202. Kanamelord. Kanamelord. Ob der Baumeister. Aber ist das Nordsee? Ich habe Salat gelesen. Nordseesoldat. Nordseesoldat. Ist ja viel Deutsch hier gerade, ne? Avadera. Ist das ein Zauberspruch? So, gucken wir mal. Also, wir nähern uns ja Weihnachten. Ich hoffe. Hier, guck mal den. Oh, der Wayne ist online. Der Wayne ist online. Ich lade den nicht ein. Wir nähern uns ja Weihnachten. Was machen wir denn mit Weihnachten? Ich weiß, ich mache wenig mit. Normalerweise müsste er jetzt hier auftauchen. Alter! So. 3, 17, 4. 3, 18. Ja, genau. Und er hätte erstmal gewartet, einer für ihn auf den Knopf drückt, oder was? Noch so laut oder ist das das Spiel? Ist das Spiel, ne? Weihnachtsmänner überfallen. Also ich brauche wirklich 318. Ich brauche wirklich 318. Und damit was passiert. Wir kriegen ja viel Content hoffentlich. Und wenn dann nicht langsam mal hier ein bisschen Zucht drankommt an das Ganze, dann weiß ich doch nicht. Also wir laufen auf Weihnachten zu. Wann gehen die Amis in Holidays? Gehen die erst am 23. Sind die auch erst am 24. In Holidays? Die Amis? Roadmap Roundup ist da. Ich kann ja mal reingucken. Jetzt kommt ja Luminala, ne? Und wer hätte es gedacht? CLG haut mal wieder was raus an Luminala. PTU sollte, glaube ich, ein oder zwei Monate sein. Also wenn es ins PTU kommt, ich könnte mir vorstellen, dass der aktuelle Plan ist, weil der aktuelle Plan ist halt irgendwie im Oktober, Ende Oktober, Ende November rauszubringen, um das dann einen Monat drin zu lassen, zwei Monate und dann das live zu geben. So, und ich denke mal, das wird halt vor Weihnachten ins PTU kommen. Dann werden wir das PTU spielen können. Und dann irgendwann nach Neujahr geht's ins Live. Weil die sich das nicht antun wollen. Hier, endlich wieder Bilder geschenkt bekommen. Ah, vielleicht haben sie gelernt. Vielleicht haben sie gelernt. Ja, Luminala. So, Luminala fängt am 11. an. Ne? Soll ich mal in das Dings reingucken? In die Roadmap. Komm, bevor ihr das bei einem anderen guckt, guckt das bei mir. Ich will auch mal News machen. Ich habe ich weiß eh nicht, was ich machen soll. Ehrlich nicht. Fällt mir echt schwer manchmal. So, wo sind wir hier? SI-Com-Link. So, bei mir seht ihr das als erstes. Roadmap Roundup. So, ich fange an. Roadmap Roundup. Alle rüberkommen hier. Scheiße. So. Boah, ich bin noch gut drauf. Bin irgendwie nicht gut drauf. Habt ihr das auch, dass jedes Mal hier der Cookie das nicht speichert und du hier den Scheiß wegklicken musst? Jedes Mal. So, hello everyone. Ja, Mr. Stuhlmann war. Ich rief Stuhlmann, Weihnachten gibt es nicht, mein Kamin bleibt Jungfrau. Ja. So, dann gucken wir mal. Roadmap Roundup. Alle 2 weeks. Wir machen Roadmap und wir more insightful Star Citizen und so weiter. Lass rocken.
Notable Changes. Release You. Die folgenden Karten sind im finalen Review für die, im finalen Review für Alpha 3.18. Review. We are changing the... Too committed. Alles klar, die kommen. Drake Vulture. Kommt. Ja, building, balancing and implementing Drake Integrated Light Savage Ship the Vulture into the game. Das heißt natürlich nicht, dass auch das Savaging funktioniert. Das heißt nur, die Vulture kommt. Cargo System Refactor. Ist das was länger? Nee. Cargo System Refactor. Refactor of Ship Cargo System will allow... What? Will allow both form purchase cargo to be picked up. Also, Cargo kennen wir schon. Also, ist drin. Cargo abheben, aufheben und so weiter und so fort. Aber nicht für die Mining-Schiffe. Wollte nichts sagen. Time Trial Race Missions. Habe ich heute ja gefragt im Discord, wie wollt ihr Geld verdienen? Wer sagte es? Rennen fliegen. Ich so, Rennen fliegen, damit Geld verdienen? Ja. Hier, Mission zum Rennen fliegen, kannst du Geld mit verdienen. Das Ganze hier, Manuel Schumacher werden. Time Trial Race Mission Sword Stanton System. To test your skills versus set times, earning rewards, performance, unlocking more tracks. Ah, okay, du kannst dich also hocharbeiten an den Tracks. Ich weiß es nicht, wer das wollte. Signet, ich weiß es nicht. Manche haben ja Spaß daran. Ja, und wir, nee, nicht wir, stimmt nicht. Andere hocken dann da, wie die Sandleute. Ja. Englisch for Runaways. Jetzt hör mal auf, hier über mein Englisch zu meckern. Ich kann das auch besser. Ich mach das ja extra so. Ich finde Racing geil. So. Personal Entity Streaming. Implementierung der persistenten Entitäten Strömung Kerntechnologie in Star Citizen. Persistente Entitäten Strömungskerntechnologie. So redet doch keiner. New Services Just Entity Graph. Also, das hier, ne? Das ist P. Das kann man gar nicht sehen. P Cache, I Cache, jetzt Entity Graph. Junge, Junge, Junge. Ne, ein Gösser, Naturradler. Natürlich alkoholfrei. Nein, Gösser, Naturradler. So, dann. War noch vom Essen. Dynamische Objekt, full persistent, ja, alles klar. Gen 12 Scene Renderer ist drin. Geil. Rendering, Architektur, Improved Performance. Also, es wird besser. Alles, alles wird besser. Dieser Meilenstein verarbeitet jede Szene durch den neuen Renderer mit Optimierung und weiteren Funktionen wie Vulkan, der in später lang kommt. Willkommen in Österreich. Wieso? Achso, wegen dem Gösser. So, das war's. That's all. Ja gut, da wussten wir ja auch vorher, ne? Übrigens habe ich nochmal gesehen und ich erinnere mich auch nicht. Irgendjemand, irgendwie ist das aufgekommen und ich glaube, letztens hat auch jemand zu mir noch gesagt. Erst war Squadron 42 da und dann Star Citizen. Squadron 42 habe ich jetzt gesehen, ne? War als Modul geplant, als Modul für Star Citizen. Die Singleplayer-Kampagne sollte ein Modul sein für Star Citizen. Und geplätscht hast du für Star Citizen, also für das hier. Ich wollte nur mal sagen, Dass die KI funktioniert, ernst? Lingua Code mit With the B Spatial Subroutines and Veritum Coordinate Holodeck Imaging. Sprachcode mit zweisprachigen Unterfunktionen und Verterium Cortin. Ich habe keine Ahnung, was willst du das, Signet? Hast du
Was hast du geraucht? Was ist das? Hast du einen Schlaganfall? Duri! Der Technobubble, alles klar. Das hast du dir doch ausgedacht. So. Tja, bevor, damit ich nicht sterbe, habe ich hier eigentlich. Guck mal, ich habe hier noch so. Ich kann das auch eigentlich anlassen, ne? Was mache ich denn? So, ich muss erstmal, muss ich mich ein bisschen eingrooven. Da gehe ich nicht sofort full retard, sondern. Was nehme ich denn? Irgendwas Sicheres. Irgendwas Schönes, was Sicheres. Die Cutlass Steel zum Beispiel. Ja. Ja, Tasse. Dermazierlein Atmosphäre in the Capacity Transfer Injectors. Ja, verstehe. 2 Minuten. Okay, wir können ja mal ein Rennen machen hier, was zuerst kommt. M50 oder was haben wir noch? Mantis. Nein. Hier, warum habe ich so viel Scheiß? Das ist alles gar nicht meins. Ja. Ich muss mich mal ganz kurz verdingen. Ich habe hier ein kleines Problem im Haus. Ich bin gleich wieder da. Die Moderatoren rollen noch ein paar Tickets rein. Tut mir leid. Bin gleich wieder da.
Oha. Ich hab das nicht weggedrückt, ich Trottel. Okay. Tickets. Nicht schlecht. Es war schwarz. Es tut mir leid. Die Nachbarn haben schon alle. Nachbarn. Die Aussicht auf 4-0, genau. Da war die Reise durch dieses Wurmloch. Alles schwarz. Ja, tut mir leid. Ich habe vergessen, das Ding anzudrücken. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem genauso viel Spaß wie sonst. Ich war kurz im Keller, weil die Heizung offensichtlich aus war. Hier muss sie neu starten, sonst ist den Leuten hier kalt. Ich war kurz im Keller, weil die Heizung aus war. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Milo hatte keinen Spaß. Milo, musstest du hinhalten. Herhalten. Halten. Ach, Junge. Ach, ihr Lieben. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, Cutlass Steel. Dicke Männer im Hausflur. Das ist ein Buch, an dem ich gerade schreibe. Dicke Männer im Hausflur. Es geht um einen Arzt, der seine Approbation verloren hat, und um einen Kaugummiautomatenhersteller. Die beiden treffen sie im Hausflur und kommen so ins Reden und stellen dann fest, dass die beide bei der Geburt getrennt wurden, aber im gleichen Haus leben. Und der eine war eigentlich vorher eine Frau. Der sich dann entschieden hat, sich umoperieren zu lassen. Und und jetzt will ich die Geschichte ausgehen, will ich euch nicht verraten. Dann müsst ihr dein Buch dann schon selber kaufen. Ne, will ja jetzt nicht spoilern. Das waren ja auch erst die ersten zwei Seiten. Ist klar, oder? Ich wollte euch keine Angst machen. Wirklich nicht. So, da ist sie. Bestes Raumschiff. Dicke Männer im Lift bei Strom. Dicke Männer im Lift. Genau. Sie kennen meine Bücher vielleicht. Dicke Männer im Hausflur. Dicke Männer im Lift. Und dicke Männer bei dicken Frauen. Das ist Teil 3. Die betrunkene Giraffe. Du meinst Rosalinde. Nein, er hat damit gar nichts zu tun. Die hat mich nur inspiriert. So, das ist das beste Schiff für einen Schnapper. Warum habe ich das Schiff gerufen? Bin ich bescheuert oder was? So, wer das noch nie gesehen hat, das ist die Cutlass Steel. Die haben sie rausgebracht zu einem Zweck. Und da muss ich sagen, CLG, habt ihr Scheiße gebaut. Ja? Ehrlich, wie doof haltet ihr uns? Ich meine, ich kann ja viel verzeihen, aber ein paar Sachen halt nicht. Ja? Viele Sachen sind geil. Sonst will ich nicht spielen. Aber manche Sachen sind einfach kacke. Wie zum Beispiel die Knarren hier, womit du dir die eigenen Triebwerke abschießen kannst. Oder die Knarre hier, die durch deinen eigenen Schild schießt und den runterhaut. Dann ist das bekloppteste Schiff von allen. Ja? Super wenig Hülle oder Schild für ein Dropship. Das ist kacke, das Ding. Ich verfliege da nicht mit. Ich gehe nochmal zurück in den Hausflur. Ich wollte das nochmal zeigen. Ja? Ist mega. Ist mega. Cutlass Steel. Also wenn ihr da draußen einen rumfliegen seht mit dem Ding, also wirklich mit Liebe, also in der Form, unüberarbeitet, ne? Die haben das rausgehauen und nichts mehr dran gemacht. Hauptsache Knarren dran und Dings. Ja, sieht sicher aus, genau. Und da muss ich sagen, ne, Leute, ja, das war zu dem Event. Wo sie das dann hier, Jumptown, wo man so, die tollen Bilder, wie man so, und dann stehen die da mit den Knarren.
sie wird sich dabei gedacht haben. Und dann der Preis. Nee. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Die haben auch vorher nichts dran gemacht. Ja. So, erstmal wieder storen und töten. Store, weg da. Das ist ja schrecklich. So, ich kann natürlich Full Retard gehen. Pass mal auf, dann machen wir das folgendermaßen. Ich mache hier, was soll's? Ich muss ja üben. Wir machen Valiant, das ist mein Single-Seater, Kampffighter, mit dem ich kämpfen trainiere jetzt. Wir fangen am Morgen. Wir, unsere Orbland-Truppe, fängt morgen an, intern so einen kleinen Trainings... Klein nicht. Einen ausgearbeiteten Trainingsplan zu verfolgen, um unsere Mängel zu beseitigen. Dazu ziehe ich mich jetzt erstmal um. Das ist alles viel zu sperrig hier. Weg damit. Braucht kein Mensch. Ich fliege hier nur... Ist das alles? Ich fliege hier nur um des Fliegens willen. Hier so ein Ding nehme ich. Irgendwas, um irgendeinen zu heilen. Und ja, ein Getränk brauche ich eigentlich schon. Ich könnte eine Hose anziehen. Armor. Ich habe keine außer das hier. Scheiße. Ja, wenigstens eine Knarre nehme ich mit. Das kostet fast nichts. Zack. Und Ammo habe ich auch ein bisschen. So, Knarre und zwei Ammo und heilen und alles gut. So, das ist schon mal das. Ja, Getränke ins Schiff packen. Aber ins Schiff... Achso, ich kann es jetzt sogar ins Schiff packen. Aber ich kann mir natürlich auch erstmal einen reindrehen hier. Weil ich schon wieder auf 75 bin. Weil man ja hier am Hunger und am Durst stirbt. Warum nimmt die Kamera mich nicht auf? Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Ah. Geht doch. Training mit TDD-Counter. Der TDD-Counter steht hier übrigens bei 100%, aber beim nächsten... Ne, damit ihr wisst, das Ding ist gelaufen. Und geht jetzt weiter. Ne, sollte ich... Und so weiter. Habe ich, muss ich noch mehr trinken? 100, alles gut. Weg damit, Helm auf, ab dafür. Und dann kann ich nämlich, ich habe nämlich Dinge verändert. Und zwar ist das gar nicht so gut. Uhrwerk Orange Denk. Ons mit Brötchen. Uhrwerk Orange, Clockwork Orange, denk ans Mitbrötchen. Achso. Wann sollten Halloween-Helme in unseren Hangars landen? Mit 318. Kommen die. Die du dann gefunden hast, ne? Die kommen mit 318. Mit dem nächsten Patch kommen die und dann. Der Bot ist überhaupt nichts schuld. So, wo ist das Ding? So, der ist die Valiant. Die ist jetzt noch ausgerüstet und so weiter. Und ich habe ein paar echt. Ich habe ein paar Dinger gemacht. Da müssen wir jetzt mal gucken. Und zwar habe ich mir aufgrund der... Nicht, da doch nicht. Wo stehe ich? 7. Und zwar habe ich mich aufgrund der... Sachen, die ich so gelernt habe. Dazu entschieden, an meine Tastenkombination, an meinen Sticks, ich habe jetzt wieder die Sticks beide, so zu legen, dass ich die Hände, die Daumen nicht umgreifen muss. Ich habe die harten Federn jetzt erstmal nicht an den Stick gemacht. Ich habe jetzt erstmal, will jetzt erstmal so fliegen, wie ich das gewohnt bin. Ja, wir haben eine Änderung nach der anderen. Eine Umfrage zum Release habe ich im Discord gemacht. Der sieht nicht gut aus. So. Und zwar
Geh los. Was ist denn mit der Kamera hier? Geh los. Oh, nein. Ach, da geht das schon los. Ich habe hier meine Steuerung. Dings. Willst du Statisten weiterempfehlen? Beziehungsweise generell mal zu dem Game. Meine Meinung zu dem Game? Alter, da fragst du genau den Richtigen. Also, pass auf. Das ist folgendermaßen. Meine Meinung zu dem Game ist, es ist ein unglaublich schönes Spiel. Da sitze ich übrigens drin. Ein unglaublich umfangreiches, detailreiches, detailverliebtes, möglichkeitsstarkes, schwer zu lernendes, fesselndes, nicht mehr loslassendes Spiel. Ich streame das jetzt seit 2 Jahren und ich spiele es. Ich bin bei der Entwicklung, seit der Entwicklung dabei, seit 2012. Ach scheiße, das Ding steigt nicht hoch. So, wie wir hier sehen können, habe ich den Bug. Ach komm. Habe ich den Bug. Wie kriege ich den Bug weg? So, dieses Spiel kostet einen den letzten Nerv, wenn man sich sehr dafür interessiert. Also, wenn du damit anfängst und hast noch nie... Der ist der Bug. Und das hat noch nie gespielt, hast du mindestens ein halbes Jahr Spaß. Mindestens. Storn und Neurofen. Ja, ich laufe jetzt zum dritten Mal da hoch. Furchtbar. So, wie man sieht, hier die Düsen feuern nach oben und ich kann das Schiff nicht abheben lassen. Ja? Und, das Spiel ist schon sehr speziell, sehr besonders. Tolle Technologien drin. Ja, normalerweise ist das hier Ego-Perspektive, kannst aber auch in die Außenperspektive, triffst du nur nichts, kannst nicht schießen und so, also kannst schon, aber du triffst nichts. Also, aber zum Rumlaufen geht das ganz gut. Und wenn wir das irgendwann mal kriegen sollten, in einer fertigen Version, dann wird es super. Probier's mal mit der Stil. Ah, so, also lohnt sich das Spiel? Ja. Wenn du mich fragst, ja. Ja, ist egal, nicht ausgemacht, scheißegal, ist so. Ach, furchtbar. Lohnt sich das Spiel? Ja. Macht es Spaß? Ja, wie Sau. Ist es frustrierend? Ja. Hat alles, was ein Spiel braucht. Hat alles, was ein Spiel braucht. Macht einen fertig. Ich liebe es. Ich würde es jedem empfehlen. Wenn du nachher sagst, oh, ist kacke, dann Pech. Starterpaket kaufen, ausprobieren. So, schwebt jetzt in der Luft, ist nicht so schlimm, aber die Düsen oben feuern nicht. Wie man sieht. Bei dem Schiff ist das nicht so schlimm, da kannst du trotzdem einsteigen. Hüpf. Und ab und zu muss man kotzen, und zwar im Strahl. Ist so. Die Community ist geil. Schwierig, ätzend, anstrengend und geil. Alles zusammen. Ja, und du brauchst CPU, ne? Also ist CPU-lastig. Mal gucken, ist das offen oben, ne? CPU-lastig. Erstmal noch, wird aber besser. Also du brauchst. Ich habe eine 2080 Grafikkarte drin und ein 12 Kerner bzw. 24 Threads. Ne? Also 12 richtige Kerne, 2 Kerne pro Dings, 24 und RAM reichen eigentlich 32 RAM reichen 32 GB aus, aber die hat man eigentlich dann auch schon. So, und dann kann es schon losgehen. Das fährt auch mit ein bisschen weniger, aber. So, da sind wir.
Ich habe, und das erkläre ich euch jetzt, ganz viel eingestellt. Oh, ist das schön mit dem. Oh, ist das schön mit dem Joystick, ey. Das ist so schön. Das ist so schön. Oh, herrlich. Das ist natürlich jetzt ein kleines Flitschemoped hier, ne? So, ich hatte vorher, ich muss sagen, hui, das war aber flott. Wer auch immer das ist. Wer auch immer das ist. Volo. Wer auch immer das ist. Du hast deine Schilder aus, Volo. Ah, jetzt hat er Schilder. So. Ist die Tasse schon auf dem Weg? Ja. Von Essen nach Brechen. Ist auf dem Weg. Ist auf dem Weg. Gestern, glaube ich, haben wir die bei der Post abgeworfen. Ja, sieht wie gewohnt aus, ist es auch so. Aber ich habe große Änderungen vorgenommen an meinem Stick. Ich zeige euch das mal. Weil das ist, ich glaube, das ist auch für andere interessant. Und zwar ist das ja folgendes. Ich muss mal hier erstmal in die Richtung, damit ich hier nicht verarscht werde. So. Und zwar habe ich gesehen bei Avenger Born und bei keine Ahnung und so weiter. Ne, ich fange anders an. Ich habe meinen Stick vorher immer so in der Hand gehabt. Da bin ich. Da ist meine Ersatzkamera. Ich habe meinen Stick vorher. Ich habe meinen Stick so in der Hand gehabt. Pass auf, ich mach das mal. Nein. Kann man das sehen? Ach. So. Das ist der rechte Stick. Also, folgendes. Ich mach's doch mal ein bisschen besser. So, vielleicht. So. So. Rechter Stick. Und zwar, das ist ja ähnlich bei allen ungefähr. Ja? So, Stick ist Stick. Ob er jetzt ein dicke Ding hast oder ein anderes Ding. So, jetzt sind hier oben ja auch Knöpfe. Hier oben, da oben, da bewege ich die Kamera jetzt nicht. Hier oben sind ja auch Knöpfe. Hier. Ne? Das heißt, normalerweise habe ich das Ding so in der Hand. Hier ist ein kleiner Knopf. Hier ist der Lever. Ja? Abzug 1, Abzug 2. Und so weiter. Da schalte ich normalerweise mit die Raketen um, was jetzt nicht so ist, warum auch immer. Und zwar. Genau. Und zwar habe ich vorher immer hier, also hiermit Raketen scharf machen. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich, muss gleich nochmal gucken. Und Raketen abfeuern. Und wenn ich dann nach vorne habe, habe ich hier nochmal einen Trigger. Bei dem Wörpel ist das so. Kann man das sehen? Warte mal, wo ist denn? Ich habe doch eine Tasche. So, hier ist so vorne so ein Trigger und hier ist noch so ein kleiner Trigger, ne? Jetzt will ich wissen. Ja? So. Jetzt habe ich das vorher so gehabt, ich habe hier geballert und so weiter und dann habe ich angefangen und hab Ziele aufgeschaltet. Hier oben. Also ich bin von hier nach hier. Das ist scheiße. Das macht man nicht. Ja, das ist der rechte Stick für links, rechts, rauf, runter und so, ne? Und jetzt habe ich das ganze Zielen und so weiter habe ich hier hingemacht. Das heißt, ich kann hier ist ein Knopf. Und ich habe das Ding so richtig in der Faust jetzt. Vorher bin ich so geflogen. Und habe hier oben rumgefummelt. Und jetzt fliege ich so. Und habe mehr Gewalt. Das ist ein Vieh. Schatz. Weißt du, was die zu mir sagen? So, und jetzt habe ich alle meine Ziele hier drauf gestellt. Und habe mein Countermeasure hier drauf gemacht. Bumm. Ja. Und das gleiche habe ich auf dem linken Stick auch gemacht. Da habe ich dann, linker Stick,
Strafen vorwärts, rückwärts, seitwärts ran und so weiter und so fort. Und habe hier dann auf der anderen Seite das Energiedreieck gemacht. Ich hab den Stick so richtig hart in der Faust hier, so richtig in der Faust, so feste, eine schwarze. Ja? So, und hab hier oben so ein bisschen umgelegt. So scheiße. So, und hab das hier umgelegt. Und hier oben auch. Und scannen und so weiter. Das habe ich alles anders gehabt. Und jetzt habe ich das so und jetzt komme ich nicht mehr klar. Vor allem, weil ich auch der linke Stick von euch da, also von euch da, von mir da, auch so geändert. Und auch die kleinen Knöpfe. Hier, wie gesagt, ist jetzt bei mir der kleine Pinky hier. Decoy. Ja, kann ich auch gedrückt halten. 2, 3, 4 Decoys. Und dann auf der rechten Seite ist der kleine Noise. Damit ich damit nicht durcheinander komme. Damit er für mich da gleich ist. Mach lieber ab 18 Content raus. So, wollte ich nur mal zeigen. Damit ihr wisst, dass ich da Sachen umgelegt habe. Und das habe ich. Szene umstellen. Und das habe ich aus Gründen gemacht. Nicht nur, damit ich da schneller dran bin, sondern damit ich die Griffe besser in der Hand habe. Das. Ja? Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh! Na wunderbar. Wunderbar! Prima! Und erhoffe mir dadurch eine bessere Kontrolle des Raumschiffs. Das Problem ist natürlich jetzt, da ich alle anderen Knöpfe auch umgestellt habe, da zum Beispiel, das wollte ich gar nicht, muss ich jetzt ein bisschen suchen. Und ich hoffe, dass das klappt. So, damit wir uns das erstmal jetzt angucken, wie das geht, machen wir erstmal eine kleine Mission. Maike, ich bin top zufrieden. Danke, Maike. Grüß dich. Ich bin top zufrieden. Ist alles super. Ist alles super. So, was haben wir hier noch? Bounty. Wir machen mal hier, das müsste ja klappen. Ich fange mal langsam an, ja? Ich mache mal so eine, nee, nicht eine MRT mit Gruppe. VH, very high MRT. Hier, so eine einfache. Wo muss ich da hin? Hörsten, perfekt. So, die gucken wir uns mal an. Schleudersitz habe ich deaktiviert. Und ich habe auch auf dem Stream Deck, habe ich auch Knöpfe weggeschmissen und jetzt nochmal anders. Ich habe alles nochmal umgestellt. Habe ich mir schon total lange vorgenommen, das nochmal zu überdenken. So, jetzt mal eben überlegen. So, ne? Ja. Nochmal alles zu überdenken. Ist ein Knopfdruck, ist der Tobi wieder an. Damit euch nicht schlecht wird. Wieso nicht? Ah, ich muss da über die Ecke. Mark L4. Ersten. Irgendwo M bitte. OM1. Oh, so, neue Tasse. Neue Tasse steht an. Hoch die Hände, Wochenende. Da muss ich hin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. Also ich habe vorhin schon mal eine getestet. Jetzt geht's los. Sag mal, seid ihr nur mit den PLDs? Jetzt guckt ihr mal die Handschuhe an. Ist das verrückt? Darfst du gar keinem erzählen. Ach. Last known position. Jetzt muss ich mich da auch noch irgendwie annähern. 153 OM1. Ich glaube, ich gehe auf den. Und dann. Nee, nicht auf OM3. Ich glaube, ich gehe auf OM2. Und dann. Ja. Als dann die. Findling, was? Als dann die Geschwindigkeitskontrolle. Ja, genau. Unten enabled sie. Nee, lieber nicht. Warte mal, komme ich jetzt doch nicht dahin?
600 Kilometer, 400 Kilometer. Mit dich dahin, von da aus nach da. Scheiße, wo ist das denn? Vielleicht doch UM4 und dann? Irgendwie komme ich da schon hin. Hast du eine Evocati? Nein, ich habe keine Evocati. Und ich will auch keine Evocati. Das ist so viel Arbeit. Ich habe letztens schon gesagt, im letzten Stream, und das wiederhole ich gerne nochmal hier am Mittwochabend. Liebe Evocatis, wir können euch gar nicht genug danken, dass ihr euch den Dreck da reinzieht. Die Abstürze, ja, mittlerweile wahrscheinlich soll ganz gut sein. Und dann hier die Messages schreibt und so weiter und so fort. Wir können euch nicht genug danken. Ich möchte es nicht machen. Viele sind ja dann neidisch und sagen, oh, ich könnte auch und lalala und so. Ey, das ist kein Spaß. Ja, da musst du wirklich machen. Ach, wieso hat er nicht gestoppt? Ja. Ach, 52 Kilometer, guck mal. Und hin. So, ich habe den Finger schon wieder falsch hier. Ich seht. Ich habe den Finger schon wieder falsch. Energie auf. Waffen. Schilde, Waffen, Antrieb, Waffen. Sehr gut. Dann. Geschwindigkeit, genau. Ich bin gespannt. Also ich, 318. Meine Vermutung ist, ja, Bettlockout haben sie wieder hinzugepitcht, ne? Meine Vermutung ist, wir werden PTU bekommen, 318 PTU. Ich tippe auf kurz nach Luminala Start. Luminala ist am 11., fängt das an. Oder beim Ende von Luminala, auf jeden Fall irgendwie dann wenn wir PTU bekommen. Ach, scheiße. Ist er? Geht das schon los? Und dann... So, jetzt muss ich mal überlegen. So, Energie auf Waffen. Richtig. Und das PU, wenn wir erst nächstes Jahr bekommen, da wird dann nochmal getestet und nochmal gepatcht. Sie wollten... warte mal. Ausweichen ist da. Sehr gut. So, dann gucken wir mal. Bin ich hier... Ich bin fixed. Okay, ich bin fixed. Richtig, richtig, richtig. Ach, kann ich das überhaupt noch? Wo ist denn mein Center? Da ist mein Center. Wo ist mein Pip? Warum? Eins. Okay, das war einfach. Ist ja auch nur eine MRT. So, du kommst jetzt dran. Du hast das schlimme Zeug drauf. So. Ich kann ja mal ein Subsystem abschießen. Muss ich erstmal mit den Knöpfen hier klarkommen. Warum? Ich habe doch auch Waffen, ne? Ich habe auch Waffen. Wieso wenig Schuss? Oh, halt ruhig, ey. Sehr gut. Nächste. Bevor du die spawnst, ne? Ja, M50, blödes Ding. Bleib stehen. Also dranbleiben ist ja alles, ne? Erstmal. Oh, Junge, 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 Junge. Boah, ist das eklig, das Ding. Sehr gut. Haben wir noch einen? Und wenn jetzt demnächst das Highspeed-Kämpfen wegfällt. Ja, guck mal! Das Highspeed-Kämpfen wegfällt. Mit dem geänderten Flugmodell, dann werde ich Spaß haben. Puh. So, fliege ich nach unten oder nach oben? Eigentlich fliege ich da nach oben, ne? Junge, Junge, Junge. Sturzflug, da ist noch Luft.
Es heißt Illuminaten. Triggert mich jedes Mal. Illumina. Erleuchtung. Illuminalia. Illuminalia, Noxtron. Entschuldigung. Ich werde Verbesserung geloben. Across all servers beim PS ist die Persistenz doch für alle Server? Nein, habe ich nicht gelesen. Was war denn das? Across all servers beim PES? Bei dem Dings? Bei dem Roundup? Across all servers. Ach! Das habe ich echt überlesen. Wie soll das denn gehen? Wie soll das denn gehen? Nein, nein, das bedeutet das, was die schon vorher gesagt haben. Danke, Herr Wittke. Habe ich gelesen. Ja, aber durchweg durch alle Server funktionieren heißt, genau, das funktioniert ja nicht, Excelsior. Das heißt, du lässt die Rüstung da fallen und dann ist sie auf dem Server. Egal, ob dir das gehört oder nicht, das Ding bleibt da liegen. Solltest du wieder auf den Server kommen, auf den Chart, wo das Ding da verortet, an dem Server, wo das ist, dann ist das da. Das ist genau das, was sie gesagt haben. Das kann ja nicht sein. Ja. Das würde ja bedeuten, wenn ich noch Oma die Treppe runterschubst, dann liegt die da plötzlich überall auf allen Servern tot rum. Die Oma. Um ein richtiges Beispiel zu nennen. Ja, um ein Beispiel zu nennen, was auch nicht nur aus der Luft gegriffen ist. Das wird Müllberge geben. Ich bin schon gespannt. Das wird echt bitter. Leute, das wird bitter. Genau, die Server werden erst mit Meshing zusammen. Also, das ist ein bisschen irreführend hier. Implementierung. Ich lese mal auf Deutsch vor. Implementierung der Persistent Entity Streaming Kerntechnologie in Star Citizen. Durch Nutzung von Diensten wie dem Entity Graph und dem Replication Layer wird jedes dynamische Objekt im Spiel über alle Server hinweg bestehen bleiben. Unabhängig davon, ob es einem Spieler gehört oder von ihm gehalten wird. Okay. Ich denke, das ist einfach ein bisschen schlecht. Ja, ja, die wertlosen Sachen müssen abgeräumt werden, ne? Das wird, wenn alle Server gemescht sind, nur dann kann das so funktionieren. Wie soll das sonst sein? Sonst würden die plüpp, tauchen die auf, ne? Wie schon gesagt, lässt du eine Rüstung fallen, dann liegt die da. Naja, das kann nicht sein. Das wird so nicht sein. So, trauen wir uns mal an eine schwerere Mission ran. Oh, guck mal, Low Thread, die habe ich noch nie gemacht hier, diese Thread-Dinger. 31 Millionen, 32, 31, 31 ist ja mega schön, ist schön weit weg. Wo ist denn das? Undefined. 31 Millionen, ich bin hier, das kann ja nur auf Microtech sein, oder? Ich will ja sowieso nach Microtech, glaube ich. 97.000 für eine Heißred, okay. 97.000.
Ja, sicher. Hier, erstmal Freunde einladen. Erstmal Freunde einladen hier. Freunde, hier sind Freunde. Das habe ich ja nie alleine. Hier. Wer ist denn hier noch? Voodoo ist da. Invite to Party. Enno. Ich weiß es nicht. Seid ihr da? Schütze, Invite to Party. Ich lade euch alle ein. Dakoro, Invite to Party. Invite sent. Felicita. Bin auch gleich da. Ich mache hier irgendeinen zum Chef. Hier, Voodoo, ich mache dich zum Chef. So, dann kannst du die einladen. Ich share schon mal die Mission. Das ist bestimmt Microtech. Ich hätte ja sowieso vor noch Microtech. Ich verrate noch nicht alles. So, ich share die. Erst annehmen, wenn du vor Ort bist. Ja, das ist blöd. Dann kommt ihr zu spät. Ja, ist egal. Wo muss ich denn da hin? Ich weiß auch nicht. Ach, ich wollte eigentlich nach Microtech. Nicht dahin. Dann kommen wir zu spät. Ja, keine Ahnung. Schaffen wir das nicht, zeitlich? Die läuft ruckzuck ab. Ja, pass auf, ich will aber eigentlich nach Microtech. Dann fliege ich nach Microtech. Und dann gucken wir mal, ob da... Da sind doch auch so Dinger, oder? Respond... Ne, nicht da. Da. Ab nach Microtech. Und auf geht's! So, den Button habe ich mir wegbelegt. Achso, ich wollte mal gucken, warum die Belegung weg ist. Und zwar habe ich ja hier Keybindings. So, Advanced. Und das ist HOTAS. Und wir sagen, wir haben Waffen. Wir haben Missiles. Wir haben Waffen. Wir haben Missiles. Hier oben ist Missiles. Missile Operator Mode. Das ist der hier. Zack. Ja, das ist der. Das ist der. Warum hat er das nicht umgeschaltet? Ja. Button 1. Und dann müsste das eigentlich gehen. Verstehe ich nicht. War doch. Namens Stormaster. Oh, ich bin so froh, ne? Ey, mit Sticks fliegen ist so viel besser. Es ist so viel besser. Ich hab einen beschissenen Witz gehört letztens. Ich habe, weiß gar nicht, wieder vom Essen noch. Ich habe vom Essen. Also, der Richter fragt die Mutter, sagen Sie mal, ihre vier Kinder. Wie heißen die eigentlich? Ja, Sorgerechtsgeschichte. Wie heißt die eigentlich? Ja, Tom. Sag ich da so. Ja, Tom. Die heißen doch nicht alle Tom. Doch, die heißen alle Tom. Das ist total einfach. Voll easy zu rufen und so. Ja, und wenn Sie jetzt mal ein Kind einzeln ansprechen wollen, ja, dann solche Nachnamen. Fand ich so gut. So, bin ich wieder komplett? Yo. Milo, laber doch nicht. Tickelkoffer. Tickets. Reingreifen, zugreifen, mitmachen. Tobias, hau rein. Nimm doch mal was mit hier. Ich verlose immer noch. Und das dauert halt noch, weil ein gutes Ding ist eine Corsair. Eine Drake Corsair. Ne? Und der Stick, Quatsch, der Stick, die Base ist tatsächlich ein bisschen anders. Ja, die Schrauben sind nicht mehr brüniert.
sieht schick aus. Und unten drunter scheint irgendwie ein bisschen anders sortiert zu sein. Ganz kleines bisschen, aber nicht. Bin jetzt auch kein Profi. Eine dreckige Corsair, ja, sie schollert. Dreckig und gemein. Ja, ich finde die Corsair ist auch witzig. Damit, alle haben sich beschwert. Boah, viel zu viel Firepower. Viel zu viel. Damit holst du keinen Gockel vom Hahn. Das ist. Die Schrauben sind nicht mehr brüniert. Brüniert, mein Lieber, brüniert. Ah, ist das schön. Muss ich auf den Stick wieder das umgucken legen? Kann das sein? Ich glaube, ich lege das wieder da drauf. Ich habe das weggemacht. Das. Und dann Vehicles View. Look left, right. Ja. S. Look down. Yes. Und jetzt kann ich wieder. Ah, schön. Ah, ist das schön. Herr Berger. Oh, wir sind da. Ah, falsche Taste. Schon falsche Taste. Microtech, wir kommen an. Nein, das Beacon ist nicht auf Microtech. Ich bin ja jetzt hingeflogen, weil ich da sowieso hin will. Das ist auf Crusader. Ich will nach Microtech und ich habe gedacht, 31 Millionen könnte Crusader sein, war aber nicht. Ist auch nicht immer einfach mit euch. Auf Microtech gibt es Schinken. So, jetzt warte mal, wenn ich das jetzt stoppen will, muss ich doch einfach, wenn wir jetzt gleich drin sind, ne? So, hier ist Jurisdiktion und zack. Schön. Das ist schon mal gut. Jetzt gucken wir noch mal nach Missionen, die euch mal vorweg. Ich weiß, das macht man nicht, aber es glaube ich nicht. Mercenary. Ja, jetzt gibt es da natürlich. Doch hier, Low Threat. 57 Millionen. Warum jetzt 57 Millionen? Ich dachte, hier gibt es auch welche. Ach komm. So, das ist doch, guck mal, High Risk Target. Micro Bounty Hunter Operation High Risk Pull from the Wreck Site. Das will ich. Wreck Site, da wollte ich hin. Jetzt habe ich natürlich nur so ein scheiß Läppchen an, ne? Ich share die trotzdem mal. So, ich wollte mir nämlich mal so eine Wreckside angucken. Da war ich schon ewig nicht mehr. Und ich glaube, ich war da nur einmal, bin ich immer so reingerannt und hab gewartet. Ich habe gedacht, ich muss mir mal wieder was anderes angucken. Ja? Ich kann nicht nur immer Leute überfallen, ausrauben, brandschatzen, vergewaltigen, das ganze Programm. Das ist auch irgendwann. Ich habe ja auch nur Kontingent. Ich bin ja Kontingentpirat. Das ist so ein bisschen wie Überfischung der Meere. Da musst du aufpassen. Du darfst nicht zu viele Händler
dass ich zu viele Händler, das ist alles so ein bisschen schwierig auch. Guck mal, das ist auf der anderen Seite, das ist gut, da gehe ich sofort hin. Ja, das gehört halt dazu, ich kann da nichts, ich will das auch nicht, aber du kannst halt, du musst halt den Vertrag erfüllen. Ja, ich habe mir schon mal überlegt, ob ich das outsourcen soll. Weil das ist halt auch anstrengend und das kostet so viel Zeit. Auf jeden Fall bin ich ein Opfer meiner Umgebung. Opfer sowieso. Ich bin ein Opfer von Umständen. Gescheiterte Unfälle gehen auch vom gescheiterte Überfälle Kontingent ab, ja. Ja. Das ist so. Das ist 1000, wenn ich reinspringe. 1000, dann springe ich da rüber. Das könnte ich mal ausprobieren. Oh, hallo Kamera. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. 150, 140, 130, 120, 125. Stopp, 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 stopp. Geh an. Haben wir abgekürzt? Ja, aber sowas von. Dunkel. Ach, schön, dunkel. Der Dunkel ist super. Was für ein großes Paket. Also wegen den Überfällen. Ja. Yeah. Ach, guck mal, ich hab die Hand schon wieder falsch, ne? Und leider die Schilder nehme ich auch nicht auf. Den Daumen wieder oben. So, ich muss erstmal wieder ins Muskelgedächtnis kriegen. So, Hände fest. Den harten schwarzen Stab. Ordentlich feste kneten. Festhalten. Und zärtlich anwärmen und dann in eine Griffmuldenposition. Contract shared. Kommt da angeflogen? Oh, da stürzt sich doch bestimmt ab, oder? Warum ist das so dunkel da? So, das ist jetzt. Jetzt kann ich das nämlich gar nicht. Also 3.18, meine Leute, meine Lieben. Ich freue mich, wenn es endlich mal soweit ist. Aber ich glaube, ins Live wird es nicht gehen. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir dann im PTU treffen, werden erstmal nur vorübergehend sein. Aber wenn es ins PTU kommt und alle Waves betrifft über Weihnachten, was wahrscheinlich so ist, dann werde ich auch nur noch PTU spielen. Weil erstmal gucken, ne? So, ich muss den Typen umlegen, der ist Xiopol. Der ist bestimmt da unten irgendwo und läuft da rum. So, mein Ping ist hier. Das Verstellen vom Ping habe ich auch geändert, das ist hier. Ah ne, fliegt da rum. Ein bisschen schnell. So, ist er das schon? Genau. Das ist der einzige, den ich sehen kann. Jawohl. In einer Walküre. Wie tief bin ich? Oh, ich glaube, ich muss meine Außenansichtkamera noch mal auf einen anderen Knopf legen. Ah! Scheiße, wie tief bin ich? Also auf jeden Fall Tiefflug hier. Ich glaube, ich lasse den erstmal kommen. So, ich gucke mal, ob meine Raketen gehen nicht. Warum gehen die scheiß Raketen nicht? Auch mein Durchschalten von Raketen geht nicht.
ich auf die Maustaste drücken. Das ist scheiße. Da muss ich mal gucken, warum das so ist. Und jetzt sehe ich den Typen nicht. Jetzt muss ich hier erstmal wieder da entkommen. Ah, toll, jetzt hat er aufgehört zum Entkommen. Entkommen. die Gespräche aufgeben. Entkommen. Jetzt habe ich wieder Gespräche hier. So, dann nehme ich erstmal dich. Das ist immer die kleinen Flitzer. So, hier Energie auf Waffen. Ja, ich brauche die Finger nicht vom Dings nehmen. Wie tief bin ich? Ich bin bestimmt sacktief. Ich hab keine Schilde. Hauptsache, der trifft mich nicht. Ja, es ist super. Alles ist super. Wo bist du? Treffen ist super, ne? Treffen wir echt gut. Alter, platz doch! Oh, Junge, 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 Junge! Kann doch nicht sein. So, jetzt Schilde einmal hoch, bitte. Da ist mein Attacker. Ich muss hier erstmal weg. Ah, mir fehlt ein Flügel. Ah, siehst du, ich bin wieder mit dem Fuß hier auf dem falschen. Das ist nicht gut. Oh, fliegt sie nie gut, die Kiste mit Atmosphäre ohne Flügel. Junge. Ah, okay. Schon ordentlich gefressen, ey. Boah, jetzt bleib dran, Lux, bleib dran. Alter, hör auf mich anzufunken, ich will deinen Status sehen. Kill. Ja, Kill. Du musst den ganzen Satz auch sagen. Oh, ja, hört ihr mal auf mich zu schießen, bitte. Das hat nicht gereicht. Doch, das war schon besser. Maus und Tastatur hab ich ja gar nicht in den Kampf gegangen. Weil das ging ja gar nicht. 12.000 über Grund, wenn du das glaubst, ey. Ach, haben aufgehört zu schießen. Ja, stimmt. Ach, blöd. Ich bin auf Everest Harbor wieder. Glaube ich. Mahlzeit. Hallo, Hawk. Na, TDD? Nein. Du hattest die anderen Fehler noch nicht verbaut, ne? Nee. Ja, daran liegt's. Auf jeden Fall. Will Messer ging? Nee. So. Ja, dann kommen wir auch mal nach EH, wa? Das sieht nicht aus wie Everest. Doch, wieso bin ich auf Lorville? Ey, hier bin ich noch nie wach geworden. Wieso bin ich auf Lorville? Hast du dich vorhin in der Carrick mal verortet? Ja, ach, kann sein. Guck mal, wie geil das aussieht, ey. Warum habe ich so einen komischen Helm auf hier, ey? Oh, ich will gerne einen besseren Dings-Editor haben. Also das, was sie sich dabei gedacht haben, das ist mir immer noch ein Rätsel. Jetzt kommt die Meute.
kommt die ganze Meute. Hallo Meute. Hallo, besser Pilot. Hey, so. Meinst du mich, ne? Ja, ich bin, du hast die Mission geschert. Und ich gucke auf die Map. Wieso fliegt der nach Microtech? Ja, weil die gesagt haben im Chat, das ist dann weg, bevor wir da sind. Der ist auch so. Ja, warum soll ich denn eigentlich fliegen? Ich bin dann nach Crusader geflogen und habe gedacht, warum habe ich keine Hammerheads, weil Kati. War noch keine. Na, gerockt. Ja, auch kam noch zur Hilfe, war ganz gut. Dann war. Habt ihr die weggemacht? Habe ich jetzt nicht verstanden gerade? Ja, aber. Wir sind weg. Schön. Wieso bist du in Lobby? Frag nicht. Frag nicht. Ja, ich schätze mal, er hat sich vorher auf der Carrick immer verortet gehabt. Ja, du musst dich immer alles erklären. Frag einfach nicht. Lass mich da kurz das Messer da noch mal rumdrehen. So, dann, hier ist am Ruckeln. Welcome to the Maria Pure of Heart Hospital. Non-Profit. So, wo muss ich hier? Da sind die Execute, da will ich auch hin. Ist da Ausgang? Metro Center. Ah, bin ich erstmal eine halbe Stunde unterwegs. In jedem Rollenspiel wäre das hier die Tür, die du ausprobieren musst, ne? Zack, Medizinbett. Ich bin sofort wieder da. Wo muss ich hin? Ja, ich brauche eh noch ein bisschen. Wo muss ich hin? Spaceport Line da lang. Ach, guck mal, das ist ja Maria Pure Fahrt. Dann sind wir schon da. Und dann ist, ja, so wird's gemacht. Ach, Junge. Also, ich bin noch am Schwanken. Ja, also nicht wegen dem Alkohol, sondern ich schwank noch so innerlich und habe mir überlegt, zwischen, wo ich mich sehe hier als euer Content Creator, ob ich es mehr so salty sein will, was ich gut könnte, oder ob ich sage, ey, komm, ey, nur Spaß, nicht weil professionell ist, sondern es bringt ja auch weniger Klicks, ne? Spaß zu haben, als salty zu sein. Wenn man sich mal die ganzen anderen, die Sachen anguckt, die Drama produzieren. So jammern tust du schon, ne? Die, ja, jammern, ja genau, das meine ich ja auch. So, ne, so dieses, ich meine, das ist doch... Ich will mich da jetzt ja auch nicht ausschließen, ne? Ich kann das ja auch. Ja, nein, ich meine, also jammern, okay, da gehört ein bisschen dazu, aber dieses draufhauen, ne? Dieses so, das ist scheiße und das ist scheiße. Ja, es ist viel scheiße. Man muss das auch sagen. Aber will man sich damit belasten oder will man einfach Spaß haben? Ach, weißt du was, ich mache einfach nichts, ne? Weiter wie immer. Ich sag, was scheiße ist und ich sag, was geil ist. Zum Beispiel die Tür, die geht nicht auf, weil hinter mir die Tür aufgegangen ist. Ja, da muss man wissen. Aber nur, wenn es ein wenig weinerlich ist. Ja, das auf jeden Fall. Weinerlich kriege ich hin. La, la. Junge. So, schön. Also, die Qual der Wahl wieder. Welcome. Ich nehme mir wieder das hier. Meine Valent. Das ist übrigens eine Valent, sonst wäre halt auch eine Pirate gewesen oder was anderes, weil das unterscheidet sich nur im Äußeren. Weil ich upgegradet habe und ich keine andere Möglichkeit hatte, als eine Valent zu kaufen, weil die $5 mehr kostete. Ich aber trotzdem irgendwie $40 gespart habe. Was war das mal vorher? Ein Hawk oder so, ne? Boah, ey, keine Ahnung. Vorher ein Hawk, dann eine...
schlag mich tot. Ich war auch auf der Akademie, Mimi. Ja. Ich habe auch stuckadiert. Theo Leo und Mathetik. Drei Silvester. Ob ich mal ein Schokolädchen essen soll? Nee, ich habe die Pyro Gladius nicht. Das ist nur geliehen hier. Ich weiß nicht, warum ich die im Portfolio habe. Der ist aufgetaucht. Was macht nochmal die Diät? Bock, traust du dich das nicht live zu sagen hier? Bock hat gerade gesagt, er muss kacken. Eigentlich hat er gesagt, er muss kurz AFK. Dann nimmt er mich hier mit, oder was? Ne, eine Pyrogladius habe ich leider nicht. Ich meine, ich könnte die kaufen, aber hilft mir nicht. Aber ich habe auch so jetzt einen schönen Skin dafür. Vehicle selected. Standby. Nee. Ja, wie soll ich essen? Alter, ich bin 46. Ich kann essen, was ich möchte. Wo ist das hin? Hangar 9. Und wenn ich gegrillten Igel essen möchte. Kann man das? Kann man einen Igel essen? Wenn der alt und krank ist vielleicht, dann soll man den nicht essen, ne? Wenn der alt und krank ist. So, WW. Und Juri, das ist ein bisschen auch deine Schuld, ne? Du erzählst mir immer von deinem Gang zum Candy Mountain und ich darf nicht, oder was? Guck mal, geiler Skin, oder? Das ist die Valent. Wie heißt der Skin? Silberrot. Ja, guck mal, er freut sich, dass ich komme. Ja, ist fein. Wann kann ich mein Schiff noch nicht Namen geben? Und warum kann ich eigentlich meiner abgegradeten Corsair keinen Namen geben? Finde ich in Ordnung. Weil ich keinen Namen habe. Ja, aber die normalen Corsairs kann man benennen. Die Warbond Corsairs. Really? Ja. Die Corsair, die ich hier verschenke, über CIG, mit LTI. Ja. Die hat eine Naming Option. Der Paint war aus dem Shop. Wo kommt der Paint her? Aus dem Shop. Keine Ahnung. Also eigentlich ist das eine Valent hier und ja. So, warte mal, ich habe doch bestimmt hier auch irgendwo. Hab ich hier irgendwo noch an drauf? An? Ne, das war Wischen. An. Irgendwo habe ich an drauf gemacht. Habe ich nicht. Gegrillter Igel, Huhn mit Mikado. Also doch mal. Huhn mit Mikado? Wieso Mikado? Grüß euch. Hallo auch liebe Twitch-Zuschauer und Lurker. Mein Hauptkanal ist auf YouTube. Ja, Sache, oder denn? Ich hab keinen Namensslot irgendwie, ne? Ne. Ist das die Korse überhaupt dann? Das weiß ich nicht, ob die Concept zählt vor 2 Jahren. Ich gehe mal davon aus, wenn du die mit Geld gekauft hast, so, und nicht geupgradet hast, dann sollte... Ist das offen? Ja. Dann sollte da... Theoretisch müsste das mit Namenvergabe sein. Aber auch eine abgegradete, ich verstehe nicht, warum man die nicht updaten darf. Warum man da keinen Namen drauf machen darf. Ja, macht keinen Sinn. Finde ich völlig bescheuert. Da
total doof. Ne, auf dem Upgrade geht's nicht. Warte mal, jetzt bin ich hier. Wie muss ich so? So. Richtig. Erstmal hier weg. Also wie gesagt, die zum Verschenken hier, die könnt ihr, da könnt ihr einen Namen geben und vielleicht lege ich vorher schon mal ein fest, damit ihr keinen Scheißnamen da drauf macht. Ich werde irgendwie sowas... Das wäre natürlich eine Maßnahme, ne? Ne, ich nenne wahrscheinlich, ich würde dann Pussy jetzt mal, so, also spontan... Vergeben. Spontan. Also ich würde TDD nehmen. Nein, siehst du, das ist das, genau. Und dann nennen die Leute das TDD und das ist doch genau, das ist doch nicht. Wir haben hier, ich habe hier nicht weit von hier so einen kleinen Bereich, wo man sich schön hinsetzen kann. Oh, jetzt kommt Bulle. Und ich würde das Schiff hier die Sieferstraße nennen. Okay. Nur mal so. Hier die Sieferstraße. Das ist natürlich ein ganz, also das ist ja richtig originell, ne? Was also ist er da? Kannst du auch Maßregeln nennen. Alter, ich sehe, du Vogel. Failed to comply? Ich habe gerade irgendwie nur Teppich verstanden. Ja, jetzt ist eins. Du bist der Pilot, ne? Oder habe ich guter Pilot, wie ich sehe, glaube ich. Alter, jetzt schießt der Wichser auf mich. Ja, genau, jetzt schießt ihn mal ab, denn wird der CS1 noch besser. Du hättest die strammen Federn gebraucht, dann hält das auch an, du hast die nicht. Ja, der hat sich bewegt hier. Last warning. Ja. Toll. Aber das wird jetzt super. Außenhobel. Das wird jetzt super. Ja, ey, schalt doch dein Schiff einfach mal aus. Einfach ausschalten. Hab ich. Nicht seins, deins. War etwa, wie man hier gesehen hat, das passiert mir oft. In Justizirrtum. Ja, das war sehr, sehr irrtümlich, da hast du recht. Guck mal, wieso? Guck mal, ich stoppe überhaupt nicht. Ach, guck mal, ich weiß. Ha, das war ein technisches Fehler. Das war ein. Ach, so. Ach, ich hab mit die Kappel geflogen. Richtig. Und das hätte der aber auch erkennen können, finde ich. Ja. Ja. Und dann fängt er an zu schießen. Ich wollte dem gerade meine Papiere und 1000 Credits rüberschieben. Dann hätten wir dieses kleine Missgeschick. Willst du den CS behalten oder wegmachen? Da müssen wir besser wegmachen. Wenn du eine Mission machen willst, machen weg. Behalten. Läuft. So. Weil sind wir. Ich mach mal hier. Ich pack schon mal das einfach aus. Was heißt? Wir wollen jetzt. Wir gehen voll rot. Ich bin doch mit Sticks. Was soll passieren? Ja. So, hier, wo ist. Denn, wo seid ihr denn? Seid ihr schon Microtech wieder? Oder? Nee, ja, sind wir. Ja, gut, dann bleiben wir hier. Hier ist super. Jetzt bleiben wir hier. Jetzt haben wir ja hier genug Missionen. Und gar kein Thema. Was haben wir denn hier? Sound of Silence. Security. Deep and Dump. Ninetales. Aberdeen. Da, hier. Busted, hörst du, ne? Testing Site, Emergency Art, Skimmers, oh, nein, das nicht. Kann man hier nicht sagen, wer, wo, Da steht ja oben immer der Absender, ne? Ja. Vorn. Aber hier noch daneben,
Wen sollst du umlegen? Aber eben, die du gerade durchgegangen sind, die waren ja nicht alle von Vorn. Nein, aber hier neben, hier steht ja, wen hier, despite Badu Tatman. Wen Badu Tatman? Und wo? Ja. Oh, Spritzibot hat sich weggehängt. Da ist Spritzibot wieder. Selin. Da will ich nicht hin. Selin. Sherman. HD. Hirsten. Sherman. Da sind wir. Das sind im A. Bitburg. Baby Quadrillion. Kill. Enough. Under. Auf der Underlying. Pause. Da muss er noch rein. Ne? There will be missed. Muss man rein. Ne? Richtig. Ja. So. Lights out is. Comrade. Habe ich kein Zeug gerade. Müssen wir noch einen holen. Was soll schon passieren? Ach, keine Ahnung. Hier. Difficult, extreme difficult task. Das ist auch rein. Already proven. Escort ship. Hörst du Möppel? Nee, muss man nicht rein. Hier. Please kill them. Please. Auf jeden Fall sogar. Ich schere. Angekommen. Das finden wir schon. Hideos. Letztes Abendmahl. So. Kann ich nicht hinspringen. 153 muss ich. Hast du nicht vorhin gesagt, du wolltest noch warten, bevor du auf Full Retard gehst? Lass ihn. Ich bin groß und kann meine eigenen Entscheidungen treffen. Ist noch genug Tassen da? Ich habe noch genug Tassen da. Läuft. Also wir machen das folgendermaßen. Sollte mich, ich bin sicher, durch die Sticks bin ich wieder komplett im Spiel. Sollte mich ein Bounty Hunter erledigen, der nicht von meiner eigenen Orga ist oder von denen angeschiftet wurde. Schöner Nachtrag. Oder angeschiftet wurde oder beauftragt wurde. Sollte mich ein Bounty Hunter umlegen, drücke ich auf TDD. Ja, können wir hier einmal ein TDD auslösen. Wird nicht passieren. Weil geil. Ich schreibe meinen Chat. Und angeheuert oder beauftragt. Wieder noch. Angestiftet. Hast du nicht gesagt. Doch. Nein, angestiftet hast du nicht gesagt. Oder meine angeheuert und beauftragt. Ich habe meine Mods wie Stormmaster zum Beispiel, der schon hier den Onduri im Chat macht. Mhm. Ja, Onduri. Ach Quatsch, Stormmaster zählt auch nicht. Ich mache nur Brandrodung. So. Mist. Milo sagt Mist. Dann ist. Icy, das ist kein Selbstvertrauen, das ist Hybris. Aber ich bin fast da. Aber was ist denn hier? Muss ich was machen? Wir eiern mal ganz langsam rein und dann knall ich da alles ab. 45.000, überhaupt kein Problem. Ja, ich brauche erstmal Energie auf Waffen. Masterinfeld, das ist jetzt auch nicht so meins, muss ich sagen. Ist das schon der Anfang einer Entschuldigung? Oder ich was höre ich da gerade raus? Das zählt der Asteroid auch als Bautheater? Es fehlt nur noch das. Das zählt dann übrigens zum Kampf. Wen muss ich umlegen? Hideo. Wenn Hideo, ich gegen den Stein liege. Womit ist der denn unterwegs? Mit einer. Das ist eine Hammerhead, ist der. Ja. Könntet ihr mir da vielleicht mal unter die Arme greifen, dann auch? Du bist doch oder nicht guter Pilot. Ich mach schon mal die kleinen. Hast du gerade gesagt, Energie auf. Nein, ja, ich habe gesagt, ich teile die Mission mit euch, weil das ja jetzt auch schon mal eine Starfarer Gemini
Alter, haben also, die ein Rad ab oder was? Du meinst also, geteiltes Leid ist unser Problem, ja? Ich muss hier weg. Die Mission, ich breche die erstmal ab hier. Warum das denn? Oh, das wird super, glaube ich. Wieso? Gar nichts. Ich habe hier eine Bounty. Ich habe auch eine Bounty, eine Spieler-Bounty ist hier. Ja, ich sehe gerade, ich habe hier Alter, eine Alter, eine Starfahrer Gemini ohne Hammerhead. Soll ich mit meiner kleinen Gladius weghauen oder was? Ja, klar. Wie mit einem Gejammer vorhin? Ich bin mit einem Arrow hier. Oh, meine Raketen funktionieren nicht. Ach, du bist da? Ja, dann komm ich. Mhm. Ich hab gedacht, ich wäre da alleine. Niemals. So, was nehmen wir zuerst? Erst die Starfahrer, ne? Ja, ich würde auch sagen, das ist, glaube ich, unkomplizierter. Ja. Und ich mache ihm kurz die F8 Lightning weg. Erst das Beiwerk. Erst das Beiwerk, Starfahrer. Aber leider gehen meine Raketen nicht, das ist sehr, sehr schade. Liegt das an dem neuen Joystick, oder was? Ja, ja, wahrscheinlich. Oh, jetzt hauen die aber hier alle schon richtig rein. Ja. Und die sind alle zusammen, ne? Ich nehme mal die Starfahrer als Schutzschild von der Hammerhead. Ich mach mal hier Subsysteme, ne? Wo ist die Starfahrer? Ja. Bei Gux. Schüle wären schön. So, die Lightning ist weg. Also wir fangen an mit der Gift. Ah, guck mal, der Starfarer haben wir schon mal hinten ordentlich was weggeknattert. Ja, vorsichtig, die Hammerhead hat euch gleich. Schilde werden echt mal schön, ey. Hau Energie auf die Schilde. Hab ich. Ich üb ja noch. Ich hab das ja umgestellt, Jung. Reiße weg. Mir ist gleich auch Geschichte. Nicht so nah dran. Jawohl. Sehr gut. So, jetzt Hammerkopf. Du fast weg. Die wird ein bisschen heftiger werden. Worauf schieße ich denn? Warte mal. Turret, nein. Main Thruster da. Ja, warum auf die Turret schießen, ne? Und die hat sich gerade auf mich irgendwie eingedreht. Alles gut. Oh, nicht da voll reinfliegen, Upsi. Inferno höre ich gerade. Echt? Ja. Wo ist der Inferno? Ja. Nee, Enno hat ein ADS-4B auf der. Lass uns die mal ein bisschen aus dem Schrottfeld rausziehen. Rausziehen, sagt er. Ja, weil das ist echt ein bisschen gefährlich. Sonst eiert gleich irgendeiner dagegen. Ja. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Hinten auf, mein Gott, guck's. Enno, wo gibt's hier? Richtig dreckig und lang. Lass mal klingeln da. Boah, warte mal, warum hab ich denn meinen scheiß Pippenjunge stell dich Trottel. Ich
Jetzt klingelt's. Jawohl. Sorry, Voodoo. Schilde bitte, Schilde bitte. Komm, Schilde, komm, 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 Schilde. Ist das wieder der Schildbug? Das hat nicht kommt? Nein. Okay. Du musst ein paar Sekunden nicht getroffen werden, sonst steht ja, das nicht wieder auf. Hab ich ja versucht. Ah, die haben wir gleich. Rot, rot, rot ist der Weihnachtsbaum. Woni Wonkowski. Jawohl. Da geht er hin. Ah, toll. Haben wir noch was? Wer ist rot? Ihr seid rot. Ihr wärt auf mir aufgeschaltet? Ja, ich war. Ah, okay. Woo! Nicht schlecht. Mal kurz auf dem Planeten am Auftanken. Gux, lenkt ihr hier mal ab, bis ihr die Muni ausgeht. Das ist ein super Tipp, wenn die Laser schießen. Ich glaube, du willst mich reinlegen. Nee, ja, guck mal, geht doch einigermaßen. Dann gehen wir reparieren. Ich flieg mal nach Ryder. Okay. Was haben wir denn hier? Erstmal zum OM. Brauchst du nicht, kannst du direkt runter. Kann ich nicht, geht nicht. Ich kann direkt runter. Ich kann auch so einmal. Muss ein bisschen näher ran wahrscheinlich. So, das muss ich noch lernen. Den Knopf habe ich da umgestellt. Beschleunigen. Jetzt kann ich da. Genau, Woodruff. Ach, noch immer kein TDD. Reicht doch auch, wenn man... Oh, ich bin gewebt worden. Von wem? Was bist du? Geblockiert. Ich kann... irgendeiner hat mich aufgeschaltet. Ja, NPC, oder wie nicht? Ist denn nach ich hinten hatte auch mal einen PC. Wie ist denn nach hinten gucken? Wie ist denn nach hinten gucken? Wo ist noch du hast hinten? Alles umgelegt, oder was? Ja. Oh, hast du gesehen, hier war gerade noch... ich weiß wie. Oh, ich bin... Security ist weggeflogen, ne? Schade. Also gewebt hier hieß halt früher bei Eve, ne? Glaube ich. Hier ist eine Mantis. Soll ich die schon tot machen? Ja, das war die Mantis, genau. Wahrscheinlich. Nimm das hintere Pad, da kannst du das vordere nehmen. Ja. Wo hab ich das nach hinten gucken? Das sagt der Knopf. Brauche ich die Knöpfe eigentlich noch? Nach hinten gucken. Okay, so mal schauen. So, das war doch schon mal ganz nice. Also, oh, Sticks, ey. Gott sei Dank. Und ich muss ja sagen, ich hab's vermisst, ne? Also, das ist ja teurer Scheiß. Scramblen. Webber waren zum Speed verlangsamen, genau. Ja, scramblen? Zum Speed verlangsamen, ja, gewebt. Also, dass du nicht wegkommst, ne? Ja, für mich. Gux, kommst du zu uns oder sollen wir zu dir kommen? Ich muss ja erstmal nach Woodruff. Erstmal reparieren. Ist ja nur eben einmal aufsetzen, ist ja kein Problem für mich. Mhm. Mhm. Aber da fahre ich jetzt aufsetzen, ist kein Problem für dich. Aufsetzen kann er. Oh, ich kann mal den kleinen Finger nicht geben. Nee. Weißt du doch. Wo ist denn. Wo ist es? Wo ist es hin? Ich füge mal sicherheitshalber rüber zu ihm. Da, direkt unter mir. Sicherheitshalber. Als wenn ich Betreuung brauche. Ist das eine Fangfrage? Oh, jetzt der Hammerhead. Und ist der Fahrer. Nee, da fliege ich erstmal weg. Ja, erstmal die Situation überblicken. Ich wusste ja nicht, dass ihr schon da seid. Woher soll ich das? Ich kann das ja nicht ahnen. Wir sind schließlich, wir wollen überleben. Richtig? Die Welt hören, ja. Ja.
Da ist, finde ich, jetzt auch nicht so viel Schlechtes dran. Ich komm. Muss ich was trinken, essen eigentlich? Nee, alles gut. So, ich muss noch mal gucken, warum ich meine Raketen nicht... Warum meine Raketen nicht gehen? Das ist der Knopf. Ich weiß, glaube ich, warum. Raketen hätte ich schon gerne. Und zwar gibt es hier in der Software... Pass mal auf. Mal gucken, ob wir das hier... Was soll schon passieren? Ob wir das hier nebenbei machen können. Gibt es ja hier das Whirlpool-Konfigurationstool. Das ist jetzt eine Top-Idee. Ja. Muss so aufgehen, das Ding. Program already running. Ah, jetzt. So, das ist das Tool. So, und zwar ist das hier, handelt sich dabei um den rechten Stick. Bei mir. Den lade ich mal. So, das sind die ganzen Achsen. Und hier gibt es einen Button, der hier. Und der ist... Und den muss ich hier auf Autobind Press setzen, glaube ich. Save. Das ist er auch schon. Dann speichere ich das. Dann ist er nämlich automatisch gedrückt. Lass ich drücken. Wir werden großzügig unterstützt. Und nichts passiert. Doch. Oh, danke, danke, Whisky. Wieso sagst du danke? Danke, Burning Whisky. 5 Dollar in Euro. 5 Dollar in Euro. Für den Weihnachtsmarkt, damit die alles auf einmal verprassen. Du, ich habe mir tatsächlich, das weiß meine Frau nicht. 6 Flaschen guten Bio angebauten Glühwein fertig zusammengepanscht gekauft. Kein Bock auf das ganze Süße. Das ist zwar lecker, wenn man das so mit einem schönen Melo und dann selber sich da zusammenbaut. Aber ich habe das fertig gekauft. Kommen jetzt noch 6 Flaschen. Die würde ich da schon mal, da ist schon mal eine Flasche, ist deine. Okay, das hat nicht funktioniert. Also im Geiste. Das hat nicht funktioniert. Ja, ja, genau. Im Geiste. Ja, nicht so, dass er sagt, ja, dann schick mir die zu. Komm, ne? Guck mal hier, das ist der, wenn ich den jetzt umlege, zack. Button Shift Mode. Muss ich hier noch was? Ich hab das alles. Hast du Steuer, das jetzt auch belegt? Und ich hab mal ein bisschen Abstand. Irgendwas musste ich hier automatisch. Ich mach mal so. Ja. Autobind pressed. War das das? Autobind pressed Mode. Ach, warte mal. Inverted. Shift off. Und den. Ist egal. Ist halt inverted, ne? Kann das sein? Ach ja. So, und dann hast du hier noch diese ganze Steuerungssoftware für den Sticky. Warte mal. Ja. Nee, okay, erzähl dich. Ich dachte gerade, du wärst weg gewesen. Inverted und Autobind pressed. Automatisch gedrückt und dann rückwärts. Das kann natürlich auch sein. Aber ich habe das importiert. Deswegen wundere ich mich, warum das nicht geht. Kann natürlich sein, dass das jetzt ein kleines Problem ist mit dem... Achso, der muss den einfach mal kurz laden. Okay. Stick ist weg. Scheiße. Ich lande mal. Ich bin ja jetzt auch mit Maus und Tastatur
So, der Stick ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr da. Ich lade das einfach nochmal. Das war natürlich wieder clever. Nee, im laufenden Spiel macht man das nicht. Wieso im laufenden Spiel? Das ist doch alles in Ordnung hier. Gameplay, ja, ja. Ne? Nein, habe ich da die Änderung gespeichert? Ein paar? Waffenfreie Zone, kann man da Raketen? Kann man? Passiert noch nichts. Scheiße. Scheiße. Ja, mein Gott, ich lade den nochmal. Sollen wir schon mal nach Grimhex fliegen? Warte mal, ich habe eine Idee. Ich steige einfach mal aus. Was soll passieren? Nein, 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 wieso schwebt das Ding? Ja, weil du nicht gelandet bist und das Fahrwerk drin hast. Fahrwerk habe ich ja, rausgehauen. Fahrwerk ist draußen. Nee, Fahrwerk ist draußen, richtig. Scheiße! Bleib hier! Ich die ganze Zeit auf dem Feuer, mal. Ja, warte. Ah, das wird ah. Geht schon, geht schon. Okay. Der Wind ist verdammt stark, pass auf. Dein Schiff treibt auch gerade zurück. Ja, ich sitze ja wieder, aber ich kann nicht. Also, der Stick geht. Hups. Aber der Stick geht. Ich lande mal. Ach, das geht. Guck mal, das geht. Das geht. Und wenn ich den jetzt ausmache, das Auto? Da. Und jetzt mache ich das Auto wieder an. Bewegt sich nicht. Schiff bewegt sich nicht. Doch, hebt ab. Ja, weiß ich, aber bewegt sich nicht mit dem anderen Stick. Ich gehe mal lieber weiter weg. Alter, ich bin so, kennt ihr das? Gibt doch immer so einen in der Umgebung, in einem Freundeskreis, der ist so ein bisschen unbedarft, so ein bisschen doof. Ne? Awesome. So, du der, so gut. Der macht einfach. Und dann ist der ist gut. Der liegt ein Kadaver. Wer ist das? Ich bin's nicht. Mystik. Ja. Mit orangen Anzug, wa? Nee, das bin ich. Hier liegt der ein toter Player liegt hier vor der Tür. Och, kann man den looten? Hab ich schon. Hatte nur weiß an. Merkst du es selber? Du glaubst doch nicht selber, dass wenn Voodoo da vorbeigekommen ist, dass er da irgendwas am Körper hat. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten. Also wir treffen uns da auf Grimhex, ja? Warte, ich guck nochmal. Haben wir? Ich kann auch keine Map aufrufen und keinen Landeanflug und nicht reparieren. Also ich muss auch mal starten. Ja, dann lass das einmal nach Grimhex. Ah, perfekt. Sag ich doch. Ich glaube, der Server ist sowieso im Eimer, weil hier gerade auch... Reparieren konnte ich gar nicht. Ja, aber du hast so ein paar Dieselungs drin, die sind schon echt bitter. Also ich glaube, der macht nicht mehr lange. Also eben die Hammerhead ist bei mir nicht ein einziges Mal gesprungen. Nee, aber jetzt, seitdem wir hier auf der Station sind, habe ich gerade ein paar gehabt, dass ich gedacht habe, oha. Ja, das hat der Gux getriggert durch seinen Joystick, ne? Ja, ich sehe es bloß hier wegkomme. Ey, das wird definitiv, das aber. Ja, das, also ich muss wahrscheinlich das Spiel einmal neu starten. Ich würde einmal einfach das Spiel quitten. So, jetzt erstmal ganz kurz überlegen, warum das nicht so geht, wie ich das will. Du musst die Config einmal speichern, das Spiel neu starten, dann lädt er die auch vernünftig. Aber im Laufe des Spiels Sachen zu ändern über die Steuerung ist meistens keine gute Idee. Ist egal, ob das Wörfel oder VKB ist. Nee, wirklich, habe ich auch schon gehabt. Das ja, ist richtig geil. So, und jetzt, pass auf. Jetzt habe ich hier. Also, muss ich den Autobahn pressed haben? Der ist an. Und wenn ich den. Das ist. Das ist jetzt aber an. Und das ist. Das müsste eigentlich invertet sein. Also eigentlich muss das hier doch dann invertet sein. Speichern. Speichern. Ich gehe mal kurz an den Schmirken. Auf dem Weg nach Crusader. Ich will, dass der Knopf aus. Das ausgeht. Den Button.
Achso, jetzt muss ich ihn erstmal auswählen hier. Wo ist denn hier, dass ich sehen kann, ob ich den Knopf gedrückt habe? Taste 0 ist hoch, ist down. So, was heißt das jetzt? Taste 0 ist hoch, ist down. Das ist schön, aber was heißt doch, ich will, ich bin, ich, die Tour, ich habe. Gibt es denn auch den hier nicht drücken Knopf? Das ist der zum, wo man, der, den kenne ich. Den kenne ich. So, jetzt pass auf. Ist ja ganz einfach. Dann ist das Mode, dann ist das Normal und Autobahn Press. Ich meine, das wäre das gewesen. Shave und los. Naja, wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Was ist aus hier? Guck mal, da ist der Bot noch hier. Und los geht's. Können wir das nicht sagen, ja, habe ich verstanden, Haken dran, nie mehr draufklicken müssen? Was ist das Ziel, Humbug? Der Weg. Der Weg. Der Weg ist das Ziel. Also wer ein Ziel hat bei Star Citizen im aktuellen Zustand des Spiels, dem kann ich leider keine gute Nachrichten übergeben. Es gibt hier kein generelles Ziel, aktuell nicht und vielleicht später auch nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Eve, nur hier geht halt gar nichts gut. Also geht viel, aber das nicht richtig. Achso, mit dem Wirpel. Das ist ein gutes Ziel. Ich habe vorne so einen Lever dran. Also der Wirpel hat ja vorne klack, klick, krick, krick. Ne? Und wenn ich den vorderen Lever umlege, den ersten, klack, dann soll er in den Missile-Mode gehen. Und nochmal, dann soll er den Missile abschießen. Schiebe ich sich nach vorne, soll er wieder in den normalen Waffenmodus gehen. Ja, den Lever habe ich auch. Ja, sicher. So, ich bin im Menü. Whisky noch einladen. Genau so. Hast du auch gemacht. Was hast du denn... Ist das invertet dann, den Lever? Muss ich ihn als Switch setzen? Warte mal, da noch nicht reingehen. Als Switch setzen? Nee, das funktioniert so nicht. Als Switch setzen habe ich, glaube ich, vorher gehabt. Das ist schwer. Ja, ich gehe auch nach Remix rüber, ne? Menü. Als Switch gesetzt. Okay, das ist eine gute Idee, das mache ich mal. Ihr seid noch im PU, ne? Ja. Und kein Autobind. Genau, das wollte ich doch auch machen mit dem. Jetzt, wo du das sagst. Load. Button. Kaffee. Als Switch. Nicht auto-binded. Ah, aber dann. Aber nicht inverted, sondern normal. Ne, Switch habe ich gesagt. Switch. Physical Button 1. Okay, dann speichern. Speichern. Also, jetzt laden. So, aber da muss ich den noch inverten, weil jetzt ist er Dauer an. Da soll er ja aus sein.
Physical ist er an, ne? Ah, da gucken wir jetzt. Das werden wir jetzt schon raus. Lunchi, Lunchi. So, toi, toi, toi. Also man kann in das Spiel wirklich viel Zeit, viel Technik, viel Fummelei investieren. Du kannst hier alles machen. Du kannst hier so viel. Die Leute bauen sich Cockpits. Ich habe einen gesehen, der mit 3 Beamern, aber ich glaube, das hat er auch gemacht für Elite, mit 3 Beamern auf so eine Hohlkehle, die er dann, da hat er erstmal super kompliziert, hat er ausgerechnet, dann wird da so ein Gittermuster drauf, dann werden die Beamer so ausgerichtet, dass die Gittermuster auch verbogen werden mit so einer Spezialsoftware, dass das genau ausgerichtet ist. Das ist total irre. Er setzt die Aktion in beide Richtungen. So, diesen ganzen spannenden Joystick-Kram gibt es da nicht eigentlich auch mal ein Ticket für? Für den... Ja, sicher! Ja, das ist doch richtig so. Gut, dass du es sagst. Ja, auf jeden Fall sogar. Tickets. War der Rechnung gekommen? So, können wir rein, oder? Ich brauche nur 13 Millionen bis nach. Okay, ich gehe einmal rein. Ich gehe einmal rein ohne euch, um zu gucken, ob das funktioniert. Ja, wir können die, wir können die auch nachjoinen. Zur Not nachjoinen. Ja, wer ist denn der Leader? Ich. Ich hab dich schon mal eingeladen. Ja, ich glaube, es hat nicht geklappt, aber ich bin nicht sicher. Nee, hat nicht geklappt. Warum dauert Star Citizen nur so lange? Kann mir das einer erklären? Da wegen dem Pipeline-System. Die wollen halt von Anfang an alles richtig machen und dann brauchen die einfach ihre Zeit. So, das Geld. Ist so. Das kann natürlich sein. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, also ich meine, der Ansatz, wirklich von vornherein alles richtig zu machen und nicht alles 3 oder 4 Mal anzufangen. Ja, ja. Von Anfang ist an. Ja, eigentlich auch, ist ja wirklich durchdacht. Ne? Aber sag mal, wo du glaubst du, dass die, dass die da lügen oder dass die ja irgendwie das, sagen wir mal, nicht aktiv verheimlichen, missbrauchen, biegen? Oder meinst du, das glauben die? Also CIG ist ja, was das ganze Thema Kommunikation angeht, finde ich, haben die so eine Vorbildfunktion, gerade auch für andere Unternehmen. Da könnten sich andere wirklich eine Scheibe von abschneiden, so gut wie die das machen. Ich habe selten Unternehmen gesehen, also man steckt natürlich auch tief drin, wo das wirklich so hervorragend funktioniert. Ich meine, allein, überleg doch mal gerade die letzten 3 Patche von der Karte. Von der Star. Allein, ne? wie geil Star die in den letzten 3 Patchen geworden ist. Ich zeige dir mal eben, wo du das gerade ansprichst. Die Karte ist mega. Also die haben sie, also jetzt schon 3 Mal, also die letzten 3 Patches, muss man wirklich sagen, haben sie echt. Ja, yeah, aber haben sie richtig Schmalz reingeworfen. Aber das siehst du auch. Ja, man merkt das richtig. Ja, das mit Liebe gemacht. Ja. Und auch wirklich immer gut kommuniziert. Also da kannst du nichts Negatives sagen. Was sagst du? Mir ist doch gar nicht aufgefallen. Bei der LTI-Sache, Humbug, da wussten die wirklich noch nicht, wohin die Reise geht. Da haben die auch gedacht, das wird. Und dann haben sie sich so einen beigebogen. Auch diese ganzen, das gibt's nur für Bäcker. Und das gibt's auf gar keinen Fall. Und das ist nur hier für euch, die unter LTI. Und dann so, ja gut, ja, LTI. Ja, hier die Stretch Goals und so weiter. Und Stretch Goals. Und es ist so groß geworden, dass es dann abgehoben ist. Ich glaube, wieso den... Wieso bist du schon vor mir hier? Ich glaube, Hase und Igel. So. Kennst du das Märchen? Nee. Hase und Igel. Ich glaube denen, dass sie das nicht absichtlich. Also ich sag mal so, ich glaube nicht, dass sie mit Absicht Dinge
falsch sagen. Weil ich weiß ja selbst, wie bei uns ist. In der Programmierung, wo ich ja auch war. Du hast so, als Developer sowieso nicht. Ja? Du hast dann so eine Zielvorgabe und dann kommt irgendwann ein Grätsch rein. Und dann wird dann über den Haufen geworfen, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn oben einer einen Pups lässt, dann vielleicht auch. Ich glaube nicht, dass sie den einfachsten Weg gehen. Ich glaube, sie durchdenken. Also der Server hier funktioniert echt super. Ich glaube, sie machen zu viel. Ich glaube, sie machen zu viel. Also sie haben eine Idee und dann rennen die los und dann machen die zu viel und stellen dann fest, oh Kacke, wir hätten das vielleicht noch alles gar nicht stylen sollen besser. Erstmal gucken, ob das so zu passt. Ja. Die haben in der Zusammenarbeit noch zu wenig Erfahrung, glaube ich. Nein, die das fangen an und dann kommt ein Schiff an einem Beispiel von einem Schiff, weil das einfachste ist für die Menschen zu begreifen. Dann machen die ein Schiff, dann machen die eine Valkyrie und dann wird die gebaut, obwohl das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, weil die funktioniert ganz gut. Machen die eine Cutlass Steel und dann machen die Oberflächen und dann machen die Dings daran und alles und das Ding ist scheiße. Aber das ist ja günstig. Die Cutlass Steel funktioniert ja grundsätzlich, aber ich glaube, das Problem ist, die Idee dahinter war, dass sie das speziell für das Event gemacht haben und dann kam das Marketing und gesagt, oh, ich wollte mich jetzt nicht an der Cutlass Steel Wunsch scheuern, sondern ich wollte nur sagen, nein, aber ich glaube nicht, dass die lügen. Ich glaube nicht, dass die lügen. Bei Cutlass Steel war vielleicht auch ein bescheuertes Beispiel, weil da würde ich sagen, ist wirklich ein Marketing. Da hat einer mal richtig durchgerülpst, versehentlich. Ja. Da können wir auch damit machen. Katsching. Ja, und Chris Roberts will das genau so nicht. Genau, kann sein. Das ist dann, oh, das ist scheiße, das will ich so nicht. Ah, die Frage ist, weil er sich dann durchsetzen kann, ne? Ist halt eben Geld. Ja, ja, das genau. Das ist das dabei. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die lügen. Ich glaube, das ist eine Sache, die sich ergibt. Die sich ergibt und die aber auch nicht besser wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt in trockenen Tüchern sind, weil haben wir noch geile Tools geschrieben, die Tools waren scheiße, jetzt haben wir neue geschrieben, die darauf aufsetzen, weil wir festgestellt haben, das müssen wir so und so machen. Bei solchen Dingen Alter, ist ja auch schon ein Problem. Was ein Outfit. Ja, wir müssen alle mal ins Menü, glaube ich, er ist gerade wieder nachgejoint. Wer ist nachgejoint? Du bist auf dem Server. Ich bin wieder reingekommen. Ich bin bei euch am Server. Okay. Ja, wir müssen nochmal ins Menü, weil der Server hier ist echt bescheiden. Schön. Ich geh ins Menü. Ja, wenn ihr jetzt alle. Ich wusste nicht, dass wir auf dem gleichen Server wieder sind. Ja, du bist wieder auf den gleichen Server draufgekommen, wo wir gerade gekommen sind. Ja, was TRG so alles macht, ja, da landest du immer bei deinem besten Kumpel Voodoo. Läuft. Ja. Ich hoffe aber auch für CIG, dass das mal irgendwann klappt, was die sich gedacht haben und vorstellen. Weil ich denke, das ist auch sehr frustrierend. Weil ich kenne es ja auch. Ich programmiere irgendwas und dann, das ist scheiße gewesen, weil wir haben das noch nicht zu Ende gedacht. Und dann, der Entwickler kann nichts dafür und die halbe Truppe kann nichts dafür und irgendwie ist das schiefgelaufen. Ich hoffe, dass das mal irgendwann klappt. Auch für die. Damit die dann auch sehen können, boah, ey, guck mal, jetzt rappelt er im Karton. Jetzt kommt so richtig, richtig Schub rein in die Geschichte. Und nicht natürlich immer zwei Schritte vor, drei Schritte zurück und so. Das kann nicht für immer so weitergehen. Das halte ich auch nicht aus. Ich will ja nicht meckern, aber ich muss meckern. Man muss ein bisschen kritisch sein. Mir sind da draußen die Stimmen zu unkritisch. Und auch, ich meine, Mitch zum Beispiel, Mitch van Heiden, der ja auch da war, oder El, die dann gesagt haben... Hat vorher einer geguckt, nicht, dass wir wieder auf demselben Server gelandet sind? Ich guck mal. Ich hab einen Game Crash. Träumerschlauder. Einfach nachkommen. Ja. Pommesbude ist ja drauf. Aus. War Pommesbude vorher auch hier drauf? Und Mitch van Heiden hat dann gesagt, so ja, die anderen Unternehmen und so weiter, das ist mir eigentlich auch ein bisschen zu einfach. Das ist schön, dass die anderen, dass man sich mit denen vergleicht. Ja. MyTalk hatte heute Mittag, hat er gesprochen, hat er gesagt, da muss man halt auch mit denen vergleichen, die gut gelaufen sind, ne? Hattest du gesagt?
Hast du das? Heute Mittag? Ja? Nee, war ich oder nicht. Wer? Wer war das denn? Wer hat gesagt, man muss das auch vergleichen mit denen. Ich will jetzt keinen hier. Alter. Ja, aber hüpft mich doch nicht auf der Seite. Sag doch mal eine Firma, die so ein Spiel gemacht hat, was nach oder die Dinger gehen nicht, oder? Gehen ja, aber du kannst. Ist immer schön, was. Ja, jetzt bin ich immer angerempelt hier, oder was? Jetzt könnt ihr hier die Scheiße selber machen mit dem Aufzug. Alter, hörst du jetzt mal auf? Du rempelst mich doch an. Ich renne die ganze Zeit von dir weg. Scheiß Ecke. Drück da mal einer auf den Scheiß. Drück doch irgendeiner den Scheißknopf. Man kann ja, das ist super, was die gemacht haben. Und das ist bestimmt sehr einzigartig. Und ich bleib jetzt hier stehen, ihr könnt erstmal rausrennen. Nein! Ach, gerade rausgekommen. Aber man muss ja trotzdem auch sagen, ja, ich vergleiche auch mein Kind nicht mit anderen Kindern. Weil die anderen Kinder halt ganz schlecht abschneiden. Aber ich vergleiche mein Kind halt nicht mit anderen Kindern, sondern ich sage, das ist ein eigenes, eigenständiges Kind und wenn du die Hausaufgaben nicht machst, kriegst du ein paar hinter die Ohren. Und so muss man halt auch sagen, CIG, mach deine Hausaufgaben, sonst kriegst du ein paar hinter die Ohren. Muss man auch mal sagen. Ja, mit Knarre. Der weg looten. Hab ich noch? Alter, soll ich den Knarre besorgen? Ich hab seine Knarre und seinen Andershut. Ja, Attacke. Du hämmert sich bereit. Boah, jetzt krieg ich mit der Arrow schon wieder einen Hunter 13. Oh. Omni, Mick, Mick. 100 Meter bis zum Schiff. You're not the boss of me, no, you're not better than me. Geht the most violent of all humans conquering the world collective many times over almost. Statistisch gesprochen. I'm not lower than you, you will respect me, you respect me. I want problems. Was ist denn da los? Das Server gefällt mir jetzt schon. You are not better than me. Loud noises. Was hat er? Braucht er einen Arzt? Jetzt ohne Scheiß? I'll never be lower than you. Fat! Ich mach mal einen Screenshot. Ja. Junge. Dass wir einfach nur seine Ewigkeit mit einem scheiß Interface im Inventarsystem. Ja, das fühlt sich so an. Alleine gelassen werden und mit Voice Attack und Workaround bauen. Ja, ich verstehe es. Aber das fühlt sich auch so an, als wäre dies und das. Ich habe mal so dieses eine Video geguckt, wo ich 10 Jahre zurückgeguckt habe. Da habe ich gedacht, boah, hast du verdrängt. Und man baut sich so sein Gefühl und sein Jetzt zusammen. Und das ist halt auch nicht, entspricht nicht der Wahrheit. Das kann auch schlechter sein, als das, was man sich zusammen. Also die Wahrheit kann auch schlechter sein, als das, was man sich zusammenbaut. Ja? Je nachdem, wo man da ist. Ich verstehe, was du meinst, Humbug. Du hängst da genau wie alle anderen rum. Ich auch. Ja, das Inventar ist scheiße. Das Inventar, sie ist damit auch. I am perfect and I have the right to be perfect. Von dem müssen wir uns vielleicht mal Abstand halten. Geht. Was schon wieder falsch? Die ist ja nur Mimimi. Da ist der Mimimi-Kanal. Bei euch anderen allen ist immer alles Gold und Zucker und Rosa. Und beim Gux kannst du auch mal kotzen. So. Man hat Gwen. Gwen, guck dich an, Voodoo. Ja, ich bin aufgeschaltet. Gwen? Gwen. Alright, my dick is perfect and don't just assume that I have a dick. That's wrong with you, caveman. Was hat er, grow up? Oder, what? Ich mach's aus. Was hat der Kollege? Ist der Panda oder was? Joe Kill.
Was machen die denn noch? Der hat eine Titan, der fliegt weg. Der ich glaube, okay. Wenn das ist gerade auch anders überlegt. Gavin ist Gavin, ja. Army, seit 2014 dabei, keine Orga. Er schießt auf ihn. Wer schießt auf wen? Der schießt auf den, auf die Titan. Soll man ausschalten? Also, ich glaube, der sucht nur Ärger, ja. Titan ist weg, oder? Gavin. Alter, wer war denn hier direkt neben mir gerade? Leck mir am Arsch. Ich war da, glaube ich. Was macht Gavin? Ah. Ein feiner Ärger. Was hat der Typ? Oh, was stimmt nicht mit ihm? Mach mir ein bisschen Sorge. Prof, Vorsicht, der kommt zu dir. Das ist mir jetzt zu blöd. Okay. War noch offen. Dann. Worauf freue ich mich dann? Achso, ich hab noch den scheiß Pip falsch. Bin scheiß Pip immer noch schon wieder falsch. So, jetzt. Ne, jetzt hab ich den Pip falsch. Meine Fresse, ey. Jawohl. Er ist auch nicht so mit Steinen. Ne? Nee, ich habe gerade einen Asteroiden reingelenkt. Ja. Ups, kracht jetzt hinterher, pass auf. Please give me attention. Was ist denn mit dem Chat hier los? Alter, was ist denn mit dem Chat hier los? Sind die durch oder was? Wir können auch nochmal wechseln, ne? Also wir können noch LAN wechseln, bevor hier... Ja, komm, ey, das kann ich mir nicht antun. Das wird ja nicht besser. Ich würde sagen, sind wir auf dem Ami-Server oder was ist das hier? Nee, EU habe ich gedrückt. Komm, also die Amis alle jetzt hier. Okay, wir LAN. Alter, das geht ja gar nicht, ey. Bisschen krank ist ja ganz nett. Alter, ich hab den Hangar gekriegt für die Blinden. Geil! Toll. Und ich hab das kleine Pissding gekriegt. Lass uns auf jeden Fall nochmal. Willst du Guck sich den Hangar geben? Humbug, dank dir, hau rein. Tschüss. Was ja, hast Platz wo packst du denn hier? Scheiße, Gier war schon draußen. Gavin schreibt Master Race. Hä? Sehe ich alle nicht. Ja, Platz ist ja, ne? Platz ist genug. Aber Fahrwerke wird auch überbewertet bei dir, würde ich sagen. Ich hab das rausgemacht, dann hab ich das reingemacht. Ja, dann hab ich das raus. Sehe ich. Hast du rausgemacht, ja. So, wer ist hier drauf? Kühlwagen 2, AT, Nebrechen, also finden wir schon wieder Glacier Boy und OOOK. Ich wollte gerade sagen, wenn wir auf dem Server hast du den mal gesucht hier? OOOGGG 710? Ja, habe ich. Hat hier einen Twink oder sowas. Habe ich. Ist in einer Testorga mit 221 oder mit 21.000, blablabla. OOOGGG 710. Test. Ja, die ziehen auch komische Leute an. Test, immer Test. Ist bei Test. Und bei ITZ. Finne ist er. Das bestimmt ist voll wie ein Eimer. Ist alleine. Auf jeden Fall irgendwelche zwischenmenschliche Probleme. Seltsames Auftreten. Verwirrt. Seltsames Auftreten. Verwirrt. Social Stability würde ich mal so sagen. Null. 20. Weil man weiß ja nicht, vielleicht ist er einfach nur voll wie ein Eimer. Kann ja auch sein. Grüße an Montoya, genau. Test Squadron, Best Squadron. Richtig. Moin Basti. Geht's dir besser? Maxi sowieso, Hallöchen. Missile Mode geht, Tamsch. Und ausprobiert. Ich bin im Menü übrigens. Ja. Enno noch nicht. Enno, ja. Ich warte auf euch. Bei mir kann sogar ein MPU. Nee, ja, bis zu 3 Sekunden. Okay, ich nehme der Best.
Wer unseren Podcast verfolgt von Herrn Bastian Lake von Dünkelberg und dem Gux, wir haben ein bisschen krank. Das heißt, wir haben jetzt schon irgendwie 2 Aussetzer gehabt. Das wird diese Woche auch nichts mehr. Nächste Woche geht es wie gewohnt weiter. Kann passieren. Ja. Und dann in alter Frische. Wer nicht weiß, wovon ich spreche, ich habe mit Herrn Bastianak von Löngelberg zusammen einen Podcast, den wir einmal die Woche rausbringen. Etwas mehr als eine Stunde reden wir da. Das heißt, es ist super für zur Arbeit fahren. Halbe Stunde. Und wieder zurückfahren. Halbe Stunde. Fertig. Denn gehört. Arbeit bloß über den Hof. Ich schaff's immer nicht. Muss man dann sagen, Schwagerquark. Genau. Und der heißt Schwagerquark, der Podcast. Weil wir sind Schwäger. Skala, grüß dich. Wir sind tatsächlich und in echt Schwäger und deswegen heißt der Schwagerquark. So, habe ich hier noch irgendwas? Kann ich das abbezahlen? Ich habe CS3. Kann ich den abbezahlen? Nein. Guck mal, Failure to Comply kann ich abbezahlen. Den zahle ich. Ein weniger zu hacken, das ist top. Echt? Das hacken nach Clash auch nachher. Wie? Ich dachte, wir hacken. Schiff King läuft nur ins andere Stockwerk. Okay, wenn ich so nah an der Arbeit... Ach, scheiße, ich wohne auch so nah an der Arbeit. Ich wollte gerade sagen. Anzug. Wenn ich so nah an der Arbeit wohnen würde. Ich hatte mal... jetzt kommen Confessions aus meiner Jugend. Ich hatte mal eine Freundin, da war ich 30. Geht sogar, wer durch. Und die war 20. Also nicht meine Frau. 30 und 20 geht gar nicht. Und die erzählte, als wir uns zu einer Kennenlernphase und lalala, also nicht eine Freundin, sondern eine Freundin, ja? Und die erzählte in der Kennenlernphase so, ja, und sie ist ja auch bei ihren Eltern raus, also sie 20, ich 30. Und so eigene Wohnung und so, ja, ich sag, ja, man muss sie auch abnabeln und ist auch wichtig, ne? Und ja, und dann stellt sie sich raus, sie wohnt quasi in dem Häuserkomplex eine Eingangstür weiter links. Und die Mutter hat Schlüssel für die Wohnung. Ich rede von meiner rechten Hand, genau. Und die Mutter hatte Schlüssel vorne. Das war nicht besonders lustig, als sie plötzlich reinkam. Da habe ich echt keinen Witz. Und... Alter, ich muss die Karre claimen. Ist nee, nicht Andrea. Ein echter Mensch. Wo bin ich denn? Ich muss doch gar nicht hier hin. Wo muss ich denn hin? Ja, guck doch mal, was der für ein Chip hat. Lauf mal mit raus, mal gucken, was er macht. Geh doch mal gucken, was der für ein Chip ja, hat. Ja, warte. Der ja gerade ausgestiegen ist, ne? Und der hat eine Pisces hier. Das ist ja cool. Oh, Carrick, ne? Ich bin an Bord der Pisces. Ist das eine Carrick? Das ist eine Carrick. Ist die ich so bin groß? An Bord der Pisces. Ja, der steht im kleinen Hangar, ne? Gut, der wird sich freuen, wenn du jetzt mit einsteigst. Ja, auf jeden Fall. Der ist doch schon drin. Und da vorne steigt er ein. Ah, er hat mitgekriegt, dass er kann nur drin. Vorne einsteigen. Ja, ja. Ach komm, scheißegal. Ich finde das doof. Ja, so viel zum Thema Abnabeln und so. Das ist, nein, wenn du von deinen Eltern wegziehst. Ich meine, gut, wir sind hier alles alte Säcke, ne? Wer ist hier? Es ist unglaublich, dass die Leute dann noch 30 Meter nicht da hinziehen, wegziehen. Die sollen, du musst mindestens, es muss mindestens 1,5 Kilometer dazwischen liegen. Mindestens. Zu weit, um mal eben rüber zu gehen. Nah genug, dass du die Wäsche hinbringen kannst. Das war auch nicht bestimmt. Ja, toll, danke. Danke, und Juri, habe ich auch. Nein. Das habe ich auch verstanden. Ich war ein richtiger Wurf. Schluss machen war schwierig. Ich habe echt viel geweint dann. Nein, ich habe. Das ging nicht. 30 und 20 geht nicht. Also nicht. Ich glaube, 40 und 20 würde gehen. Also 46 und 20 würde gehen. Solltest du 20 sein da draußen. Ich sehe das heute alles viel abgeklärter. Ah, ich weiß nicht.
und bei deinen Eltern leben. Ich glaube, da ist schon wieder Zeug. Nee. Dann meld dich einfach, Chiffre Lover Gooks 46. Ich mach einen klar. Deine Freundin 17 Jahre jünger. Ja, aber 30 und 20. Es ist anders, als wenn jemand 25 und 35 ist. Ist das anders als 30 und... Also das sind 20 ist... Frau Gooks, muss ich widersprechen. Meine Frau war 16, als ich sie kennengelernt habe, und ich war 25. Und du warst 14. Nein, 25. Ja, aber 16 und 25 ist auch wieder was anderes. 9 Jahre. Ja, nicht die Anzahl der Jahre, sondern da, wo die sind. Ja, ist entscheidend. Genau. Da, wo die sind. Doch, so 16 ist und die kommen. Sag mal, musstest du dann die. Ja, die erste Nacht habe ich auf dem Sofa geschlafen. Musstest du dann die Eltern fragen, darf ich mit ihrer Tochter Beischlaf praktizieren? Ja, darf ich mit ihrer Tochter poppen? Nee. Beischlaf, das heißt. Wen redest du denn hier? Ja, Entschuldigung, oh, sorry, ich vergaß. Einfach Beischlaf, vorehelichen Beischlaf praktizieren. Nee, ich musste vorher einen Ehevertrag unterschreiben. Was, die gleich mit 16 geheiratet oder was? Ja, weil die schwanger war. Das kam ja später. Verschluck dich nicht, Mudo. Wer hat das gesagt mit dem Schwangersein? Ach, warte mal. Ja, jetzt habe ich. Ich musste euch einmal schalten, weil ich was ausprobieren wollte. So, dann gucken wir doch nochmal, wa? So, ihr könnt uns aber auch anrufen hier auf dem Therapeutentelefon. Orbland. Ja. Orbland macht. Hört auf, mich aufzuschalten. Mach ich gar nicht. Ihr werdet mich gerade aufgeschaltet. Orbland. Nee, Liebestelefon. Ich könnte ja auch. Whisky ist halt mir. Vielleicht mache ich mal so ein Peter-Sorgentelefon. Das ist auch geil. Das machen wir mal. Peter-Sorgentelefon. Peter. Ja. Was haben wir denn hier? Eine Hammerhead habe ich. Da ist noch alles fest mit 20, ja. Hier. Ich habe gute Erfahrung mit Anfang 20-Jährigen. Ist leider eine Weile her. Also 20 was. Was? Beschert? Was? Beschert? Ja, beschert. Was machen wir denn? Ja, Born. Jawohl. Wenn dann Born. Ja, sicher. Wo müssen wir hin? 177 Kilometer. Oh. Wo ist es? Links. Links von. Ach, du bist weit weg. Ja, ich bin schon mal ein bisschen rausgeflogen. Except. Wegen den Steinen, oder was? Ja. Oh. Was soll passieren? Das ist ja für mich überhaupt kein Problem. Finde ich nicht. Das ist genau im Ring, ist das, Gooks. Ja, also da, wo ihr seid, oder was? Ja, kannst mich anspringen. Ich muss sagen, im Moment ist noch keiner hingesprungen. Ich bin da. Gelang, da 30 Kilometer. Und wo will Enno hin? Ich suche euch. Wo sind die jetzt, ey? Da hinten? Ja, ah, ich sehe den Marker nicht. 170 von. Und da ist Target Location. Guck mal, jetzt habe ich sie auch. Ich habe gerade versehentlich gelesen, Gooks die neue Domina, aber du hast Domian geschrieben. Gooks die neue der neue Domian, ja. Ach, guck mal, hier durch das. Ah, mit Joystick, ey, das Beste von ever. Contact. Wo müssen wir hin? Erstmal straight ahead. Straight ahead! Ja, neutralize. 16 Kilometer.
Yes. Oder Lightning. Was? F8, der Hurricane. Hey, das ist Hammerhead, da ist er doch. Da ist doch Hammerhead. Ja. Was haben wir da noch? Er ist das kleinste Mal, ne? F8 und Hammerhead. Hammerhead. Oh, ich mach die F8 wieder. Oh, du kriegst schon gleich hier Begrüßungskomitee. Wo sehe ich das denn hier? F8. Ich helfe dir mit der F8. Juhu. Genau, erstmal fast reingeflogen. Ah, ich habe den Daumen schon wieder falsch, siehst du? Das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hier unten. Alter, ich bin... Das andere unten. Oh! Das andere unten ist da... Ach, weil der blau ist immer noch, deswegen. Ja. Warum schieße ich... Ja, auf Voodoo? Nee. Ich hätte jetzt gerade gedacht, ich schieße auf Voodoo. Ja, die kann aber echt viel einstecken. Das ist schon echt nicht schlecht. Übel, ja. Jetzt endlich. Aber wer sagt denn? Udo, brauchst du Hilfe? Nein. Ach, da ist die Hammerhead, okay. Seid ihr schon auf der Hammerhead? Nee, noch nicht. Wo denn? Oh. Ja, klar. Enno ist drauf. Dann gehe ich auch drauf. Shields Critical, sehe ich ein. Hui! Hallöchen, Popöchen. Pip umstellen. Oh, da hat die mir aber einen verpasst, ey. War das gerade? Ich habe nur so einen kurzen Feuerball im Anflug gerade gesehen. Da hat sich doch glatt, haben sich doch glatt 9 oder 10 Türme gleichzeitig auf mich ausgerichtet. Wie viel? 9 oder 10 sogar? Ja. Also die Hammerhead hat 8, aber egal. Wieso bin ich denn im Knast jetzt? Ja, weil die Hammer halt nicht platt gemacht hat. Oder ja, aber die ist doch nicht zwangsläufig, die ist doch nicht zwangsläufig eine Dingens. War das eine Polizei Hammerhead oder was? Warum sagt mir das keiner? Hast du doch gesehen, das große Zeichen auf der Seite. Die hat das sogar Blicklicht da gehabt. Da steht doch UI drauf. Das gewusst hätte, ey. Immer diese Justiz-Irrtümer. 2 Stunden 37. Ja, das geht doch. Easy. Ich hatte vorher CS3. Know your foe, bro. Ja, genau. Linker Arschbacke. So, klappen wir mal. Wo ist mein Klappding? Da hinten ist Schild weg, ne? Hat sie? Wo ist mein Klappding? Da hinten und links ist auch weg. Wo ist mein Klappding? Ah, ich glaube, das ist der Sohn. Scheiße, der hängt noch an dem anderen Monitor. Ehrlich? Nein, ich kenne den Weg nicht. Wo ist mein Klappding? Nein! Nein, der und dafür. Oh, warum? Ein klatsches Lied. Oh, Alter, ich crash gleich in Ehrmeld. Ruft seine Frau an. Es gibt noch... Auf Hawaii. Ich springe in die Hammerhead. Freiwillig. Es war ein Mann, der war nicht sehr beliebt. Der nahm alles, was er kriegen konnte, was man ihm gibt. Er war ein böser Mensch. Er war im Knast gut aufgehoben.
Da haben ihn die Wärter nicht ganz oft geloben. Der Schmerz war auch groß, weil seine Reime waren sehr schlecht. Nein. Er hielt sich aber selbst für Gunther Gabriel oder Brecht. Er war ein dicker Mann, der jetzt im Knast spazieren geht. Ich glaube, ich weiß nicht weiter, wie es mir geht. Ich will seine Chronik zu schreiben. Was? Lobstone, ne? Ja. Na, da bin ich. Geht weiter. Wir sind alle bereit. Jiha, das gab Geld. Sollen wir dich rausholen, Gux? Oder kriegst du es hin? Ich hab meinen Weg nicht. Mal gucken, ob ich ihn auswendig kann. So, erstmal hier. Was? Nee, geht sowieso nicht, die Linie oder? Weil. Ausbrechen. Hey. Weil. Kopf weg, Kotelett. Ach nee, ne? Ja, sicher. Musst du so fragen. Ich bin hier wieder rein. Hauptfeld ist doch hier Charakter-Suset, oder? Was ist es nochmal? Nee, brauchst du einmal ins Menü und wieder rein. Ach so, gut, das hier, okay, dann ist harmlos. Jedes Mal, wenn du im Knast stirbst, jedes Mal, wenn du da stirbst, alles weg. Also Gesicht und Körper und ich schere schon mal hier Bad for Blood. Also hier. Ach, scheiße. Ja. Du hast letztens an mich gedacht, Papi spielt, weil. Über dem Klo gehangen und gekotzt, oder? Dann lass uns nach Büro fliegen und gucken, ob wir da die Navy triggern können. Okay. So, wie kriege ich den jetzt hier? Ich habe eine Idee. Spieler, Apex. Oh, ich bin weg, Alter. Ich war gerade dabei, hier anzunehmen. Scheiße. Das geht jetzt aber echt schnell. Ja, so funktioniert der TDD nicht, liebe Leute. Ich muss mal eben gucken. Das ist kein TDD. Hello, kommst du? Bist du da? Bist du Vorsicht, da? Der ist gut. Der ist richtig vor allem, gut. Vor allem Herr Vader, der das wissen müsste. So, ich guck mal ganz. Gut. Was ist denn? Mann, Scheiße, ich war gerade dabei, die Mission anzunehmen und zu gucken, was das ist. Ich würde gerade ins Menü instellen. Ah ja. Ich war gerade im Mobiglas. Ich hab sie. Clasher Laufwege, da sind sie. Da mache ich mir mal eine kleine. So, digital habe ich sie ja auch. Streaming Game, da kommen sie rein. Verknüpfung hier erstellen, auf jeden Fall. Clasher Laufwege. So, alles gut. Ich habe meine Laufwege hier. Route 1, Route 2, Route 3. Jetzt ist kein Problem. Tiefe 6, super. Route 1. Ja, die Jungs sind gut, ne? Ja, die sind wirklich gut. Und so dagegen Apex, ne? Player oder was? Deutsche Apex. Ja. Mit denen schöne haben wir Grüße. Schon Kontakt bei. Aber ich hätte zumindest gerne noch eine Runde gegen ihn gefightet, muss ich sagen. Ich war gerade im Mobiglas in der Scheiße. Nicht, ich sterb jetzt nicht, ne? Ich sterb jetzt nicht, oder? Doch, du stirbst aus der Blutung. Warum? Wie kriege ich so ein Ding jetzt hier? Scheiße. Wie lange weggelegen? Ich brauch so einen Stick. Ne, ich bin gesprungen und ich habe mich wohl verletzt beim Springen. Oh no. Warte, ich kann nicht mal was schreiben jetzt, ne? Schnell! Ich brauch so einen Stick hier. Wo kann ich den kaufen? Du brauchst Merits dafür, um den kaufen zu können, ne? Scheiße, ich habe keine Merits. Boah, ich geb den mal wieder hoch. Ach, da Commissionary. Vielleicht krieg ich ja so einen. 10%. Aha. Da. Klick. Medpen. Ja, kaufen. Oh, 36, ne? Miese. In Stock oh, 10 Stück. Jetzt auch. Scheiße! 4 Stunden. Vor ein paar Wochen hatte unsere Hyde, die aus den Bergen, glaube ich, 70-jährig ist. Heidi-Melodie kann man gut nutzen. Ah, schön.
Ein paar Zahlen sind mir eingefallen. Guck mal, mir geht's noch gut. Ich liege da nur. Ich bin müde. Ich bin nicht tot. Ich habe mich hingelegt. Ein paar Zahlen sind immer gut. Liege ich da. Jetzt lootet der mich. Im Ernst, dass jetzt einer kommt, um dich aufzuheben, oder? Ja, ja, guck mal. Ja, aber da kommt doch keiner. Doch, da ist ja, hier ist einer. Ja, das wird doch nicht Hawk, der dich gerade aussieht. Wieso ist Hawk auch im Knast? Ja, wir sind alle im Knast. Achso. Wieso seid ihr? Achso, die haben euch alle in den Knast gebracht. Ja. Ich bin nicht im Knast. So, wenn mich jetzt einer hier... Du warst doch als einziger nicht rot. Das stimmt allerdings. Schüttelst du mich jetzt, bis ich tot bin oder was? Jetzt zieht der mich hier aus und schleift mich, dass ich hier noch ersticke. Was das ist nicht früh genascht. Hawk, wenn du das bist, ne? Ich mach dich fertig. Hawk, bist du das? Hawk? Man sieht nichts, ne? Szene und so, weißt du. Das bin ich jetzt, warte, ich komme jetzt, ich sehe da, ich könnte... Man wohl. Wer ist das von euch? Ihr seid so Schweine. Doch, da hab ich gesehen, Hawk. Boah, ey, Alter, ich mach dich fertig. Ne, Enno ist da. Boah. Ja, und Hawk, ne? Hawk? Ich sag's Alter, ich wollte dich gerade einfach nur rüberziehen und er lootet dich, das wollte ich gar nicht. So eine Scheiße. Alter. Super, jetzt bin ich tot, ne? Oder? Nee, doch bist du da. Aber wir können hier durch die Luftschleuse ziehen, dann kriegen wir es hin. Warte mal. Ich mache mal auf. Ja, wir helfen ihm jetzt jenseits. Hat einer von euch zufällig Merits bei, um so einen roten Stick zu kaufen? Ihr wisst ja, wenn ich nicht sterbe, ist es kein TDD. Warte mal. Luftschleuse, Enno. Wenn er nicht stirbt, ist es kein TDD. So. Drag Body, Moment. Mach die Luftschleuse auf, Enno. Oder ich mach die auf, warte. Ja, dann lass uns doch quatschen. Ihr seid, was seid ihr? Er ist zu schwer, du kriegst ihn nicht ins Ohren. Echt nicht? Ich mach auf, warte hier, ich mach auf. So, geht auf. Zieh rein. Ja. Das sieht nicht gut aus, was du da machst mit mir. Halt mal auf die Tür. Ja, warte. Was machst du da? Das ist Hawk. Der macht die Tür auf. Jetzt mach die Tür auf. Alter, wischst du dir den Hintern mit mir ab? Kann das sein? Mir ist sie lockt. Ich kann ja nichts machen. Wieso ist die lockt? Moment. Das können wir ändern. Das können wir definitiv ändern. Das sieht zum Schreien aus hier. Ich finde das nicht in Ordnung. Du weißt schon, dass ich ein Kumpel bin, ne? Ja, genau. Noch ein paar Mal gegen die Wand gehauen. Hier nicht noch einer. Hier haben sie vorhin schon einen abgelegt. Genau, in der Tür zerquetscht. Ey, so Freunde, ne? Brauchst du nicht. Ehrlich nicht. Aber wir helfen dir doch nur. Alter! Ich weiß nicht. Danke. Was? Oh, also Frau Ecke. Ja, jetzt bin ich tot. Glaube ich. Ja. Endlich, Alter. Das hat auch lange gedauert. Ja, Metzig hatte ja keiner von uns. Und dann, wirst du wieder wach als dein Klon. Und dir fehlen die letzten paar Minuten. So, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Die haben uns da irgendwie gestürzt. Wissen wir nicht genau. Du musst da irgendwie... Da lag eine Bananenschale. Gestolpert sein, ne? Passieren. Jetzt muss ich wahrscheinlich sowieso wieder raus, weil ich tot bin, muss ich im Menü. Ja, ich habe schon wieder keinen Kopf. Rock hat dich in eine Tür getötet, da bekommt TDD eine ganz neue Bedeutung. So, also jetzt zum Beispiel ist.
Pass auf, jetzt ist das so. Das ist ein TDD. Ja. Also, das ist ein Konzil. Das ist kein TDD, das ist ein Konzil. Das heißt, ihr könnt jetzt entscheiden, ob der Sturz und dass mich die Kollegen getötet haben. Wir haben dich nicht getötet, das ist nicht richtig. Wir haben dir geholfen. Dass die Kollegen mir geholfen haben beim Ableben. Das Leid verringern. Ob das ein TDD war. Und dafür, ich starte den Bot vielleicht einmal neu. Nur aus Sicherheitsgründen. Nur aus Sicherheitsgründen. Starte ich jetzt so ein Ding. Ihr wisst schon. Ihr wisst schon. Ein Konzil. Gewinnen könnt ihr. Ich hoffe, das klappt jetzt. Das ist jetzt ein guter Test. Gewinnen könnt ihr eine von den Tassen. Also eine Tasse. Das ist dieselbe Tasse von verschiedenen Blickwinkeln. Das ist hier die TDD-Tasse. Wisst ihr ja, ihr kennt das. You know the drill. Ja? Alles klar. So, ich drück mal drauf. TDD in it failed. Okay. Tod durch doof. Das war kein TDD. Das war ein TDD. Nein. Das war eindeutig ein TDD. Das war doch kein TDD. Hey, wenn das kein TDD war. Funktioniert. Das glaube ich nicht. Niemals. Lass uns das Konzil abstellen. Du hast wieder gar keinen Körper. Ich weiß. Ich bin jetzt gerade beim TDD. Ja, alles klar. Und er zählt nicht hoch. Ach nö. Wieso zählt er nicht hoch? Also von 100 auf 0 ist er runter, ne? Wir sagen einfach 100%. Klappt gut. Genau. Gucken, ob er das kann. TDD resettet. So, jetzt bin ich wirklich, warum hat er das nicht gemacht? Wir machen das nochmal. Außer aus dem Discord, macht's gut. Kurzsächte. Exception. Er sagt hier aber was von einigen Einträgen, die vermerkt wurden, ne? Ja. Können ja verschiedene Ursachen haben. Wenn ihr noch eine Minute Zeit habt. Ich habe 6,5 Stunden Zeit. Wenn ihr noch, das hier alles live und in Farbe.
Wir sind gezählt worden. Immerhin. Pro Stimme 1,2. So, gut. Den Fehler muss ich nochmal raussuchen, aber ihr braucht das nicht nochmal ablaufen. Ah, sicher, sicher. Saftschnecke, ne, ist klar. Okay, hat er gemacht. Alter, ihr habt da alle TDD geschrieben, ihr Schweine. Also, der aktuelle Zähler ist 1,2 pro Stimme. Beim letzten Mal war der 2. So, TDD auf 45. Ich abgebrochen. Ja, mein Haus, meine Regeln. Ist so. Hättest du den mal bei 1,8 gelassen. Ihr wart da sowieso schon alle durch. So. Ich hab nicht, Faro. Du warst nicht da, oder? Ich kann den nicht nochmal laufen lassen. Ich meine, ich kann, aber dann muss ich den löschen und dann müsstet ihr, die, die nicht da sind, würden sich da Das ist doch Schmu. Vorsicht. Da hat mal einer. Schmu ist ein ganz schlimmes Wort für mich übrigens. Ich war da. Ja, wenn du nicht eingibst, was soll ich machen? Ja, dann. Faro, warum hast du denn nicht eingetragen? Ach so, ja, sehr gut. Hackbar, du bist gezählt worden. Ich hab dich gesehen. Du Hund. So, ich will jetzt trotzdem nochmal ausbrechen hier. Warum kann man denn da nicht mehr runterspringen, ohne nicht zu sterben? Was ist das denn? Warum? Das ist auch nicht gut, ne? Ja, das geht schon lange nicht mehr, ne? Wollt ihr da runterspringen? Ja, wenn du stirbst, dann ist das Maul wieder weg. Ach so, ja, das ist tatsächlich Kacke. Bist du raus, Wudo? Ja, weil ich eben einmal umlaufen wollte und auf die Meldbank, aber da wollte ich nicht. Komm mich einloggen. Oh. Wolltest du ausbrechen oder wolltest du hier Merits abgreifen? Also das mit dem C ist etwas anderes, ne? Au! Funzt halt auch über Twitch. Nee, funzt nicht über Twitch. Hat er ein paar Merits schon geholt oder was? Genau, nur über YouTube. Genau, nicht grau im Chat, sind die denn grau im Chat? Alle, die so einen Mannequin haben. Hinterm Namen quasi. Hier liegt also, ein Toter. Kanalmitglieder. So, jetzt probiere ich das nochmal mit dem Springen. Ich will halt wissen, das muss gehen. Was springen? Willst du ausbrechen oder was? Nein, hier, runterspringen. Wie immer. Achso, von Tom. Oben, wo du dich gerade. Oder gerade bei verreckt bist. Ja, das waren jetzt immerhin auch 8 Punkte Schaden. Ich bin wahrscheinlich einfach ungünstig. Umgeknickt. So, 2 Stunden 16 immer noch. So, Contract available, will ich haben. Warum habe ich den. Okay, man nimmt den nicht an. Ü kann man das nicht an. Sehr schade. So, nehme ich. Tiefe 5, das ist ja quasi um die Ecke. Bin ich schon auf dem Weg hin. Okay. Bist du denn in dem gleichen... Ja. Sicher? Du bist auch da, wo Hawk ist? Ja. Okay. Und die anderen haben Farbe? Also bei mir in dem Live-Chat... Sind eigentlich alle. Achso, grau und grün? Okay, tatsächlich. Tatsächlich! Oh, so viele Supporter, ey, so lieb von euch. So lieb von euch. So Falle, ey. Hier müsste ja jetzt eigentlich ein blonder junger Mann liegen.
Ja, lag da auch gar nicht. Jetzt hat er wohl gestolpert auch. Den brauche ich noch. Den lege ich gleich in meinen Anzug rein, wenn ich abhau. Oh, ins Bett dann. Ja. Ja, das warum schleppst du den Müll durch die Gegend? Ich schleppe ja auch die Leiche mit durch die Gegend. Hier liegt auch noch einer. Mein Gott, die sind aber auch... Hawk, traust du dich da rüber zu springen? Worüber? Ja, hier, über die Brüstung. Idiot. Geht aber weit runter. Das ist meine hypnotische Fähigkeit. Jetzt hast du die Mission. Ey, die hatte ich gar nicht. Nee, Voodoo hat die Mission. Voodoo hatte ich schon. Okay. Jetzt hängen wir alle in dem gleichen Scheiß-Knast. Ich will das nicht machen. Was ausbrechen? Ja. Wie bricht man denn hier aus? Komm, wir brechen aus. Da sehe ich uns. Aber nicht ohne Medpens hier, das von den Merits zu kaufen. Und Oxypens und so ein Scheiß. Ach so, na gut. Contract available. Hau weg. Route 3, Tiefe 9, wo du... Ja, will ich nicht. Du bist doch schon in 3, oder nicht? War das nicht 1? Ja, was damit sind. Also bevor ich hier... Okay. Ich hab CS5, weißt du, wie lange ich hier die Dinger suchen muss? Keine Ahnung, da geht ja relativ schnell. Route 3, Tiefe 9. So, pass auf, Route 3. Ich dachte, wir ja brechen jetzt aus hier einmal. Das wird bestimmt super. Also willst du ausbrechen, oder was? Ich hab das schon lange nicht mehr gemacht. Das endet total im... Das ja. wird awesome. Aus. Das wird awesome. Ich kann's ja nicht. Ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Also wir werden verrecken, denke ich. Ja, dann lass uns ausbrechen. Aber wir sollen es tun. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin super schlecht da drin. Super. Habt ihr den Code? Nein. Lass es mal zusammen machen, damit wir gucken, wie das geht. Ja, ihr wisst doch, wie das geht, oder nicht? Weißt du, wie lange das her ist? Ey, keine Ahnung. Dafür habe ich eine Meritbank, damit ich den Kack nicht machen muss. Also, zuerst einmal zurück dahin, wo man rauskommt, um hier die Mission zu machen. Der Code ist 0486. Ja, sehr schön. Habt ihr ja doch schon gemacht. So, wo ist der scheiß Ventilator? Was ist das denn? Ist das der hier? Noch nicht mal, der hier laufen noch nicht mal Hydraulikfilme. 0486. Ist auf jeden Fall Höchststrafe für mich. Und da muss man schon, das Problem fängt doch schon an beim, irgendwo muss man hin. Ja, komm zu mir. Dahin? Ja, nee. Ich habe doch schon Ventilator ausgestellt. Ja, du musst doch erstmal gucken, ob... Du musst doch mal auf mich warten. Ja, mach ich doch. Hier, the audience will es doch auch wissen. Sorry, tut mir echt leid. So, wie komme ich da jetzt hin? Hüpf. Aber richtig hüpfen. Soll ich mal zu dir kommen? Ich komm mal zu dir. Bin da. Du kannst einfach von da, wo du jetzt stehst, hier, 0486. Ja, jetzt musst du nochmal neu machen, genau. Der geht nach 30 Sekunden wieder an. Bist du auch da, wo du oder hast du? Der Code hat sich verändert, du Vogel. Okay, ich guck nochmal nach, warte. Ja, wir sollten ihn zusammen. Nein! Ah! Ne? Einmal mit Profis, ey. Einmal mit Profis, genau. Scheiße. Aber man kommt hier wieder hoch, das weiß ich. Man kommt hier wieder hoch, Moment. Also wenn ich jetzt da abstürze oder so bei der Flucht oder so, dann ist das kein TDD. Doch. Nur mal so.
Ja. Natürlich ist das ein TDD. Nein. Ja, als was willst du das sonst verkaufen? Als tot. Ja. Unfall. Durch doof. Unfall. Nee, das wäre TDU, tot durch Unfähigkeit. Mach doch mal eine Umfrage, wie die anderen das sehen. Ich mach dir einen Vorschlag. Fang du an zu streamen, da kannst du deine eigene Regel machen. Oh, scheiße, ich hab jetzt voll... Ach, das danke, nein. So, ich glaube jetzt hier Midpens und Oxypens und dann, das wird ja, awesome. Ja. Ja, die Oxypens kannst du aber, glaube ich, vergessen, die brauchst du nicht. Midpens sind gut, ja. 5, 4, 4, 5. Aber jetzt warte, bis wir da sind, Gux, ja? Wir sind Profis, nicht Profis. Profis. Also extra gemein. Was ist der, ich warte hier. Was ist der Code? Ich warte hier. Sag ich dir noch nicht. Ja. Ach, wir sind noch nicht mal fies. Wie lange brauchst du, Voodoo? Ja, das geht nicht so schnell an dem Ding. Oh, wir sind Profis. Aber wir haben nur 30 Sekunden, bis das Ding wieder angeht. Dann warten wir kurz auf dich. Wieso macht er das Ding überhaupt aus? Dann, ja, du musst den Ventilator ausmachen, damit du durchkommst. Aber dafür brauchst du den Code. Und der ändert sich dann danach, ja, wenn du ausgemacht hast. Den habt ihr doch jetzt noch nicht ausgemacht, oder? Nee, deshalb sag ich ja, wir warten noch. Ja. Sag ich doch, die Qualität auf YouTube ist besser. Also das kommt halt drauf an, ne, wie viel Twitch da gerade bereithält und so. Guten Abend, Krumms. Und alle anderen, die zuschauen. Und hallo, Chaos. Es dauert so lange hier, diese Dinger zu kaufen. Ne? Wahnsinn, echt. Boah, ich habe voll Nasenbluten gerade. Ich würde mich hier gerne zeigen, aber ich bin Nasenbluter Murphy. Das im Gefecht ist nichts dagegen. Das ist, andere Leute kommen so aus dem Graben. Junge, Junge, Junge. Alles noch am Leben? Ja, ich hab das öfter. So, ich hab 6 Mad Pens, das reicht, oder? Jo. Bestimmt. Awesome. Fünf, vier, vier, fünf, ne? Ah, Mist, ich hab den Code vergessen. Ich wollte es gerade noch sagen. 4, 4, 5. Ja, wir warten eben so, bis du da bist. Nee, kein Äderchen. Ich hab das schon länger Last mit. Ich war auch schon beim HNO deswegen und so. Kannst reinhauen, Gux. Hab mich auch schon mal mit Säure behandeln lassen, da was veröden, aber das klappt alle nicht. Augenblick. Augenblick. So, wie sehe ich aus? Wie immer. Mega. So, wie heißt der Code? Habe ich vergessen. 5. Ist offen. So, und go, 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 ja, go, ja, go, 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 man. Noch, Alter, was geht hier schon wieder ab? Ja, rein da. So, bin drin. So, ja, ausbrechen. Schön. Ich habe hier Leaving a Missus. Und hier könnte ich schon einen umbringen. Ja. Nein. Danke, dass du fragst. Ja, danke, 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 Gux, danke. Alter, wenn du mir so dicht auf die Füße bist. Danke. Wir warten hier auf dich. Ich stehe hier, es gibt keinen Weg von hier unten hoch. Du bist doch gestetzelt worden, oder? Nee, ich stehe hier unten auf der Kante. Also die Mad Pants könnt ihr jetzt vergessen. Warte, warte. Also, wir lassen sind die weg, wir oder? Wir lassen dich nicht allein. Er wird jetzt gestetzelt, oder? Ja, du kommst hier unten aber nicht wieder weg. Gib mir die Pins. Du kommst hier unten nicht wieder weg. Weißt du das doch gar jetzt, nicht. Das ist jetzt nicht wahr. Ihr seid nicht mal 100 Meter weit gekommen. Ja, er hat mich hier runtergeschoben. Das ist, reicht doch 100 Meter. Das wir, ist sind doch nicht quasi, wir sind frei.
mehr oder weniger. Ja, genau. Spring, Gux, du bist frei. Sagte der Frosch, bevor er die Zöpfe. Guck mal, hier ist so ein Stein und da kann man bestimmt irgendwas machen. Und dann kannst du da runter und dann bist du unten. Guck mal, wenn ich den Stein jetzt hier... Wo ist denn hier? Ich hab gar kein Dings. Ich hab noch nicht mal so ein Britzelding. Voodoo, wo bist du? Voodoo ist gesprungen im Ventilator, der ist tot. Voodoo! Wuchspüree. Ja. So, alles klar. Leb wohl, schnöde Welt. Okay, das muss man erstmal danach machen. Ja. Tanz auf dem Ventilator. Junge. Auf jeden Fall schon mal ein Ansatz. Nein, so funktioniert TDD nicht. Ihr könnt das so oft da reinschreiben, wie ihr wollt. Das war aber doch quasi Selbstmord. Was ist denn daran so schwer zu verstehen, was TDD ist und was nicht? So, da bin ich wieder. Na, ist gut, alles gut. Soll ich zurückkommen, auf euch warten? Ich komm. Hab ich denn den Kopf überhaupt wieder? Oh. Ja, lass gut sein, Gux. Beim nächsten Mal. Ich muss ins Menü und dann muss ich Dings und... Ach, kann kein Dings aufmachen. Ja, komm, reicht. Ja, also ich musste nur TDD raushauen, ne? Du bist ihm ja nachgehüpft. Da haben sie recht, das stimmt schon. Alter, fang du auch an. Fang du auch an. So, meine Lieben, das war auf der Reise. Weil das Bitrate liegt unter... Was macht das Ding jetzt? So, meine Lieben, das war die Reise, wie immer. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich habe euch den Abend ein ganz kleines bisschen verdingenst. Keiner wäre da runtergejumpt. Alter Hans-Jörg, ihr seid verrückt. Kennt ihr das, wenn das Kind fragt, sind wir gleich da? So fühle ich mich jetzt. Also als Elternteil da vorne im TDD. Ihr wollt doch auch die Taste, dass die vernünftig mit Blut beschmiert ist, oder? Das war schon sehr gehäckselt, würde ich sagen. Ich meine, mit Doofblut und nicht mit Gott. Naja, die Geister, die ich rief, sag ich mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Dank fürs Dabeisein, für die Unterstützung, fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens am Sonntag. Ich habe meine Sticks wieder. Ich bin mal gespannt, ob wir uns am Sonntag beim PTU mit 318 treffen. Könnte sein. Wer weiß. Bis dahin. Schönen lieben Dank. Und wieso höre ich die Musik nicht? Weiß ich auch nicht. Ihr hört die Musik, das reicht vollkommen. Vielen Dank an meine Gönner, an meine Patreons, meine Ex-Patreons, Neugönner, die YouTube-Kanalmitglieder und die Super-Chit-Supporter und die Verschenker auch, die ich immer noch nicht auflisten kann. Automatisiert. Voll doof. Ich mache nochmal Ticket natürlich. Ich streng mich mehr an. Genau. Ich streng mich mit. Es soll ja auch unterhaltsam sein. Ne? Die wunderbare Welt der Tickets jetzt mitmachen. Ich habe überlegt, ich habe heute schon im Discord mal geschrieben, wärt ihr bereit? Also, ich würde so einen automatischen Filter anbieten, der, sobald ich Ukulele und Gesang anstimme, der automatisch stumm schalte. Sagen wir so für 49 € im Monat. Wäre das was für euch? Ist jetzt nur mal so erstmal in die Luft geschossen. Ja, sobald ich jetzt hier, mal angenommen, ich würde jetzt Ukulele. Und dann würde er sofort runterschalten. Ah.
Das ist doch zu günstig. Oder 39. Die Arztrechnung ist höher. Die Arztrechnung ist höher. Filter. Filter! Man muss ja gucken, wo man bleibt. Man muss eine alte... Ich hätte 199 bezahlt. Wieso? Du willst doch immer ein Lied haben. Fiso will immer ein Lied haben. Fiso, aber mit Fiso stimmt auch was nicht. Das muss man ja auch sagen. Ne? Das ist korrekt. Der ist viel zu nett für unsere Truppe. Ja? Ja. Der ist viel zu nett für unsere Truppe. So, hätte er es geschafft, Taxi war da. Ah, das wäre sehr schade gewesen. Also sehr schön gewesen. Alles gut. Ach, was macht man? Was macht man nicht alles für die Kunst, ne? Ich habe ja hier noch eine Alternative. Hatte ich ja schon mal, aber das ist, glaube ich, verstimmt. So, ich muss, glaube ich, los. Ja, ich muss auch raus. Das ist hier, wie heißt das? Der Betonhart. Ich habe irgendwie Kopfschmerzen. Bei uns wird der Beton, das will ich ja hoffen. Dann macht es doch gut. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ist der Bot fertig? Fix und fertig. Fix und fertig. Saftschnecke, das heißt nicht joint. Das heißt join. Joint. Tickets sind fast alle. Tritt mal auf die Tube, jetzt gleich vorbei. Ey, ohne Scheiß, Findling, ne? Meine Mutter hatte sich damals so eine Orgel gekauft. So eine richtige. Schon ein großes Ding. Die. Vielleicht steht die noch in irgendeinem Keller. Nein. Nein, die gibt's nicht mehr. Die Orgel. Egal. So, ich wünsche euch was. Tschüss, schönen Abend noch. Wir sind raus. Schönen Dank hier, meine Mitspieler von Orbital Wasteland. Wir überfallen demnächst wieder mehr. Wahrscheinlich, hoffentlich. Tschüss.